Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fighting Guys Talk Podcast Folge Nummer 7. Und das ist etwas eine spezielle Folge, dahin zu 30 Jahre Tekken. Und ich werde gewisse Leute getrennt fragen. Mal gucken, wie viel ich zusammenbekomme. Aber hier jetzt in der ersten Fragerunde, beziehungsweise Interview, habe ich hier die beiden Brüder Beat'em Up Master und Salvation Tenchi. Sag einmal Hallo. Hi. Hey, was geht? Ja, okay. Die erste einfache Frage, ja, 30 Jahre Tekken. Was sagt ihr? Ja, gern noch länger, ne? Ja. Ja, Tekken hat gut angefangen, konnte sich über die Jahre halten und legt noch ordentlich drauf, also technisch stabil, würde ich sagen. Ja, ist ja das einzige erfolgreiche 3D-Fighting-Game, ne? Was überlebt hat über die Jahre. Ja, mal gucken, was Virtual Fighter 6 da so macht, aber erstmal ist Tekken natürlich deutlich stärker, ja, das schon. Da, also das ist definitiv das Jahr von Tekken, klar. Ja, klar. Okay. Noch irgendwelche Worte zu 30 Jahre Tekken? Einfach so? Ne? 30 Jahre ballern! 30 Jahre! Alles klar. Dann kommt jetzt die erste persönliche Frage von mir. Und zwar, meine Frage an euch beiden ist, wie habt ihr zu Tekken gefunden, beziehungsweise was waren eure ersten Berührungen? Ja, ich würde mal sagen, durch die Eltern. Wir haben zu Weihnachten ein PlayStation 1 geschenkt bekommen und ich meine, da war Tekken 3 dabei. Und zuvor haben wir Tekken 1 und 2 auch gespielt. Ich weiß nicht, ob das über Demos waren. Wie war das mit dem Abwasser? Nee, das waren Vollversionen. Wir haben das ausgeliehen gekriegt. Wir haben das ausgeliehen, ja, okay. Ja, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber das war jemand. Ach über Freunde? Ja. Nicht über Videotheken? Ja, über Freunde. Hattet ihr keine Videotheke in der Nähe? Nee, wir hatten noch keine Ahnung von Videotheken. Wir haben einfach unsere Nachbarskinder genutzt, okay. Oder Kumpels. Ja. Und durch die Eltern kam die erste Konsole. Oh, das ist ja, cool. Ja, die hatten NDS, die haben SNES und Mega Drive. Ja. Und Nintendo 64, eigentlich alles. Immer ja, diese die Freunde, die alle. Sonst sind die ein Kaufader. Ja. Immer diese Freunde, die diese besonderen Konsolen hatten, ne? Mein Gott. Ja, und dadurch konnten wir praktisch Tekken auch vom ersten Teil anspielen. Okay, das ist ziemlich interessant. Bei mir war es ein bisschen anders, aber das war auch durch einen Freund, wo ich Tekken kennengelernt hatte. Also ich kenne die PlayStation, klar, also man kannte die, aber Tekken war mir halt neu. Ich meine, 96 war für mich sowieso ein bewegendes Jahr, aber die Zuschauer, die mich verfolgen, die wissen das. Aber ihr habt, also wenn ich das recht erinnere, wisst ihr, welches Jahr das noch ungefähr war? Wann ihr mit Tekken... Als wir Tekken 1 und 2 gespielt haben, das war... Ungefähr. Vor Weihnachten. Weihnachten 99 hatten wir die PlayStation mit Tekken 3 bekommen. Also aber die DualShock-Variante. Ja, ne? Ja, es war wahrscheinlich eine... Ich glaube, ja. Zum Set war das günstiger, ne? Aber Beat'em Up Master, davor hatten wir ja Tekken 1 und 2 gespielt. Welches Jahr war das denn? Weißt du noch? Spätestens 97 war das. 97? Okay, also ja, zwischen 96 auch, 97. Zu der Zeit gab es ja auch C4DX plus Alva. Davor kannte ich das auch halt, ne? Aber C4DX kann Tekken, also vielleicht 96. Okay, zwischen 96 und 97 könnte es sein, ne? Ja, ich glaube nicht, dass wir das 95 gemacht haben. Aber weil nee, 96 kam ja Tekken 2 raus, also 96. Ja, da hatten wir wahrscheinlich die beiden dann gespielt. Ja, bei 96 war alles, also das, ja, alles losgetreten. Ja. Okay, irgendwelche Worte noch zu der Frage oder nächste Frage?
Die Frage war ja, wie wir zu Tekken gekommen sind, ne? Also was, ja, eure ersten Berührungen oder wie ihr zu Tekken gekommen seid. Also habt ihr damals auch sonst Videospielmagazine gelesen oder durch Freunde nur oder einfach so durch Zocken? Tatsächlich nicht, nein. Zu der Zeit denke ich nicht. Später hatten wir dann tatsächlich die PlayStation Magazine mit den Demos drin, aber das war deutlich später. Das war später. 99, 2000 war das dann. Ah, das war schon mehr die PS2-Zeit. Also, in Richtung. War das schon 98? Ja. Bill Mars? Nee, ne? 98 nicht, ne? Na, es war 99, 2000. Ah, okay, ja. Das war die Zeit, wo wir dann unsere Konsole bekommen haben mit Tekken 3. Ja, also die, es ist ja bekannt, dass die PlayStation 1 mit zwei DualShock-Controllern verkauft wurde und mit der Platinum-Version von Tekken 3. Das war der System-Seller. 99. Ja. Ich glaube 300, oder? Irgendwie so, ja. Ja, ich glaube, ne? Ja. Aber ich finde das, find das so ein bisschen dreist, dass sie da die die Platinum-Version reingepackt haben und nicht die Erstauflage. Ja, aber was soll man machen? Ja, weil es schon Erfolg war, deswegen. Ja, aber damals war das für uns egal. Ja, wir wollten spielen, fertig. Ja. Ne? Aber trotzdem so am Ende hast du diese Platinum-Version und denkst dir, in kleiner Schrift Tekken 3 und dann nur Silberpapier. Naja. Ja, ich habe tatsächlich die Tekken 3 Normalversion zu Hause, aber mir fehlt das Geglitzer, also ich hole mir noch die Platinum-Version dazu. Achso, okay. Mir fehlt das Geglitzer. Achso, tatsächlich bei der Erstauflage, da sind genau wie auf dem Frontcover Jins diese Pins an seinem Trainingshandschuh. Ja. Ah, ja. Ja, die sind tatsächlich, die reflektieren so ein bisschen. Ja, sehe gerade. Genauso wie die Tekken-Schrift, die ist so ein bisschen umrandet. Ja. Okay. Ja. Okay, so seid ihr zu Tekken gekommen, lustig. So. Dann eine noch persönlichere Frage. Was verbindet wir bzw. bedeutet für euch Tekken? Interessante Frage. Tatsächlich Kampfspiele, kann man fast sagen. Ja. Ja, durch Street Fighter 2 kam ich durch Nachbarskinder überhaupt ins Kampfspiel rein, dieses Genre. Und seitdem wollte ich nicht als Kampfspiele spielen. Und klar ist, dass ich dann automatisch dadurch, durch dieses Mindset, auch Tekken ausprobiert habe und dann da auch reingekommen bin. Ja. Naja, vielleicht ist diese Frage nicht so gemeint. Also ich meine jetzt so rückblickend gesehen über die ganzen Jahre, die wir jetzt mit Tekken erlebt haben, was verbindet das euch? Was bedeutet das euch? Also für mich bedeutet Tekken immer, das ist jetzt nicht, wo ich kompetitiv reingehe, sondern dass ich immer mit Freunden spiele. Also ich habe Tekken nie alleine gespielt. Nie. Okay. Also ich habe Tekken mit Brüdern, mit Freunden immer kompetitiv gespielt, weil alle Freundschaftsmatches ist auch irgendwie eine freundliche Competition. Ja. Also damit man sich auch steigert und so. Also für mich war Tekken auch immer so, da kommt man zusammen und spielt einfach drauf los und man hat Spaß. Also das war für mich Tekken. Ja. Aber auch, ich würde sagen, das ist Premium-Fighting-Game, ne? Premium-Sache. Ja. Kann man sagen, ja. Also eine der höchst höheren Fighting-Games, ne? Premium. Also ich meine so, am Anfang war Tekken für uns ja da. Also ich meine Mitte der 90er, Anfang der 90er, das war ja alles Wild West. Da wurde ja ausprobiert, was das Zeug hält. Und Tekken, wie ich persönlich sage, hat sich mehr mit dem Tag Tournament
gefestigt als Ryu Tekken. Tekken existiert. Ne? Mhm. Aber Tekken 3 hat erstmal diesen Namen in den Gedächtnis der, ja, gefühlt der ganzen Welt erstmal gedacht. Ach so, ja, Tekken kenne ich, habe ich schon mal gehört. Ne? Ja. Aber Tekken 1 und 2 selten. Ne? Selten. Ja, also bei mir ist das tatsächlich auch so. Wir haben ja vor Tekken 3 tatsächlich 1 und 2 spielen können. Hm. Nur hat mir 1 und 2 nicht ganz so gefallen damals und heute auch nicht so. Es lag damals daran, dass ich 2D geiler fand als so eine Poly-3D. Ja. Und dazu noch sind die zum Mond geflogen, wenn die springen wollten. Das fand ich auch einerseits lustig, aber nervend auch. Mhm. Ja, weil die Grafik schlecht war und weil die so hoch sprang, habe ich Tekken 1 und 2 angespielt und ziemlich schnell abgehakt. Als aber Tekken 3 rauskam, war ich so überrumpelt und gebufft, dass ich das nur noch spielen konnte. Und wir haben Tekken 3 bis in die PS2-Ära mitgespielt. Das heißt, mit Tekken 3 konnten selbst viele PS2-Spiele nicht mithalten. Tekken 3 ist halt der Shit. Also Tekken 3, klar, das ist spielhistorisch, also das zweite Kampfspielphänomen, das hat alle Welt gespielt, klar. Es hatte einen Appeal halt, ne? Es war so die Zukunft der Kampfspiele, also wie sie es präsentiert hat, ne? Aber ich muss ja persönlich nochmal sagen, zu Tekken 1 und 2, also Tekken 1 ist Tekken 1, aber bei Tekken 2, da muss man die richtige Version erwischen, um den Appeal dran zu haben. Also, wenn man, weil das Problem ist, bei uns lief das mit weniger Bildern pro Sekunde und da haben wir ein bisschen eingebüßt. Bei Tekken 3 hatten wir tatsächlich Glück, dass das wirklich relativ gut war und umgesetzt. Ne? Wie so gewisse Kampfspiele auf der PlayStation 1, ich weiß, Beat'em Up wird wieder genervt sein, aber Bloody Roar 2 war auch eine gute Umsetzung. Ja. Mhm. Stimmt der auch? Ja. War sogar Widescreen. Also ich weiß nicht, ob Tekken 3 hatte Widescreen? Hatte Nein. Das? Nee. Bödefader hatte es. Mhm. Aber ich muss persönlich sagen, also ich verbinde persönlich Tekken damit, da kommen Leute zusammen und haben Spaß. Ich auch. Also, ja, so war das damals. Ja. Tekken, das konnte jeder spielen. Ich meine, das kannte man nicht von Kampfspielen. Man hat Knöpfe gedrückt und es ist was passiert. Naja, das war bei 2D-Kampfspielen war das halt nicht vorhanden. Bei 2D-Kampfspielen haben eine feste Vorgabe, eine feste Richtung. Es geht nur nach links und rechts. Ne? Und bei Tekken, da drückst du Knöpfe und hast Spaß. Und das war der Appeal daran, an Namco-Kampfsystem halt. Ne? Ja. Ja, also in Tekken 1 und 2 hatte ich noch keine richtigen Mains. Ich habe alle möglichen ausprobiert. Mhm. Habe dann wahrscheinlich mehr Karatekas gezockt. Aber ab Tekken 3, da war alles so viel besser von der Grafik und so gestylt. Und ich weiß nicht, was das war. Ab Tekken 3 hatte ich Bock, Kampfkünste zu erlernen, wie wenn man in echten Kampfkünste erlernt. Da habe ich angefangen, die ganzen Command-Lists auswendig zu lernen, weil es so Spaß gemacht hat. Ja. Aber Tekken 2 Lay zum Beispiel habe ich nicht gemaint, weil irgendwie war das anders, keine Ahnung. Hm. Ja, also das Ding ist, die ersten 5 Tekken-Spiele, ne, also Tekken 1, 2, 3, Tekken Tournament und 4, das sind alle grundverschieden anders. Auch Tekken Tournament ist grundverschieden anders. Ja. Es basiert auf der Tekken 3 Engine, richtig, aber es sind signifikant andere Kombos, andere Schläge, die Schaden ist anders, Launch ist anders, also das ist ein komplett anderes Spiel. Erst ab Tekken 5 hat sich diese Tekken-Formel gefestigt, ne? Das, was wir heute kennen, also das ist halt die Evolution, die wir von heute kennen. Ja, wieder mal Master. Was? Du hast ja nichts gesagt. Was bedeutet für dich Tekken? Ja, ich habe schon bei Tekken 1 gewusst. Das ist was Großes. Du? Das ist was. Ich habe es schon vorgewusst. Ja. Der ist was Großes. Ist, ne? Ja.
Es war eigentlich für mich selbstverständlich, dass dann die nächsten Spiele dann auch Erfolg werden wurden, ne? Das war in Zyfer nicht irgendwie so eine Dynamik. Bei Zyfer 2, danach kam Alpha, das war für mich persönlich ein bisschen der Rückschritt. Mhm. Aber bei Tekken ist einfach geradeaus, also wenn ich ein bisschen. Ja, das ist richtig. Ja. Also da war die Action. Alles da. Gefallen, ne? Da war ein bisschen mehr Action drin. Die, das ist alles dabei gewesen. Musik war phänomenal. Mhm. Weil in der Konsolenversion haben die das ja noch verbessert, ne? Nicht die nur die Arcade-Version. Die haben das ja die bessere Musik als Standard genommen. Okay. Das war nicht bei Super der Standard, nicht zu der Zeit. Ja, das ist richtig. Also, 95, also die, ne? Die Musik von Tekken hat sich durch die Spiele entwickelt halt, ne? Jedes Spiel hat ein eigenes Thema, relativ. Mhm. Ja. Aber, andere ja. Philosophie. Aber immer hochmodern. Ne? Immer hochmodern, ja. Ja, also Tekken 2 hatte schon, glaube ich, mehr asiatische Züge in der Musik. Das fand ich auch toll. Aber Tekken 3 war einfach total lustig, auch wegen den Ansager Chicken. Einfach lustig. Ja, übrigens ist es schön. Ja. Partyspiel. Also ich würde ein bisschen widersprechen, das ist auf asiatisch Musik basiert, weil die sind viele Fans von Tupac und so gewesen. Ja, Wu-Tang Clan. Doc ist der Haare da. Mhm. Ja, genau, das war, das, die haben sehr viele Sachen von denen angenommen und es dann reingetan in Spielen bzw. verbessert. Mhm. Und auch sogar ganz andere Sachen, ne? Wenn man das genau analysiert. Kennt ihr welche Sachen, die halt dann halt von den 60ern sind oder 70ern? Sogar so hat's, ne? Aha. Ja. Ah, ja. Ja, also Wu-Tang Clan haben ja in den Hip-Hop auch asiatische Züge drin. Vielleicht ist das ja, drin. Ja, richtig. Ja. Richtig. Die sind ja, wahnsinnige Fans dieser Wuxia-Filme gewesen auch. Deswegen der Name. Da kommt's ja her. Genau. Ja. Okay. Nächste Frage ist, in den 30 Jahren, die wir jetzt erlebt haben, welcher Teil hat euch am besten gefallen und warum? Ihr könnt jetzt aussuchen, wer antwortet. Mach du zwei Wesen, Teji. Ja, also wir haben Tekken 3 echt seit der Ankunft von Tekken 3 bis über die PS2-Ära nur Tekken 3 gespielt. Das war schon krass. Deswegen verbindet mich sehr viel mit Tekken 3. Aber als ich in der Bundeswehrzeit mein erstes Gehalt bekommen habe von 400 Euro im Monat, habe ich die PS2 zum ersten Mal geholt. Und als ich da Tekken 4 sah, allein vom Cover, ich habe gleich gewusst, das ist Premium-Shit. Ich habe gleich gewusst, dass die legen drei Schippen drauf, also mit der Grafik, mit dem Design. Und als ich das auch noch gespielt habe, hat das genau das gesagt und gezeigt. Deswegen könnte Tekken 4 meine Nummer 1 sein, weil auch der Endgegner ist jetzt kein Dämon, Ogres, ist ja ein richtiger Fighting Game, also ein Mensch, Karateka als Endgegner hat Tekken 1 auch, aber Tekken 4 ist halt viel besser als Tekken 1 und es geht auch in die Richtung Wirtschaft weiter, so mehr vielleicht ein bisschen mehr Realismus, obwohl Tekken natürlich nicht realistisch ist, aber ein bisschen mehr. Und ja, schon sehr stark. Ich könnte sagen, meins ist Tekken 4. Was sagst du, bitte mal was zu? Moment. Ja. Kann ich noch was zu Tekken 4 sagen? Also, Tekken 4, ich respektiere komplett die technische Seite davon und den Artstyle. Das ist ja heute sehr beliebt. Sehr beliebt. Ja. Ich schätze aber auch das Paket, was du da bekommst. Also, das Spiel ist das volle Paket auch. Also, du hast ja wirklich alles da drin. Was ich tatsächlich vermisse und das, was Tekken heute auch nicht macht, sind diese Combo Trials. Doch, okay, bei Tekken 8 haben sie es wieder, aber mir fällt dieses Ding-Dong. Also mir hat es echt gefallen. Ja, das ist gut gewesen. Ne? Das ist echt gut. Bei Tekken 3 war es noch drin, ne? Tekken Tag auch, ne?
Ja, ich weiß nicht, aber nicht direkt. Tekken 4? Ja. In Tekken 4 haben sie es gefestigt. Ja, ja. Also das Lustige ist, in Tekken, das kommen wir mal später dazu mal. Ja, weil ich muss persönlich sagen, auch Tekken 4, es hat die Reihe tatsächlich nicht weitergebracht, sondern es war ganz klar ein Produkt als Konkurrenzprodukt für Virtua Fighter 4 und sie haben ganz klar verloren. Ne? Das Ding ist, Tekken 4 wollte niemand spielen, keine Ahnung warum. Ich finde auch Tekken 4 ist jetzt kein scheiß Spiel oder sowas. Also es gibt keine schlechten Spiele in der Tekken-Reihe, aber es ist halt nur mal ein Spiel, was die Tekken-Reihe nicht nach vorne gebracht hat. Ne? Außer Kazuya. Also Kazuya wurde da gefestigt als Charakter, weil der hat jetzt dann seine eigenen Moves bekommen. Ne? Jin auch. Ah. Jin, genau. Ne? Da haben aber viele geheult. Das ist auch einer der Gründe, warum viele Tekken 4 gedroppt haben. So, das ist nicht mal ein Jin Kazama. Ne? Und genau das habe ich gefeiert. Das war der Grund eigentlich, das zu kaufen auch. Ja, also ich muss sagen, Tekken 4 ist so ein Produkt seiner Zeit. Also es ist technisch immer noch beeindruckend, klar. Es ist auf einer PS2-Hardware Arcade gemacht, ne? Auf einer PS2-Mainboard. Ja. Ja, die Pros, die haben geheult bei Tekken 4, weil das irgendwie kompetitiv zu schlecht ist. Ja. Aber damit hatte ich ja nichts zu tun. Ich habe als ich die PS2 neu hatte, habe ich glaube ich Tekken Tag geholt. Aber ich war im Laden und habe Tekken 4 glaube ich für 80 Euro gesehen oder so. Hm. Und ich dachte mir, das ist das Geld wert. Also ich weiß nicht, ich stand davor. Und es war einfach so ein krasses Ding, was ich mir holen wollte. Und deswegen steht es ganz oben bei mir. Ja. Egal wie schlecht das ist, es steht trotzdem oben bei mir. Ich muss auch sagen, viele Stories, die da angefangen wurden, die sind ziemlich gut auch. Die wurden gut weitergeführt. Ja. Die haben übrigens, Tekken 4 ist auch der Teil, wo die Leute aufgehört haben zu altern. Ah ja. Ja. Also richtig schnell zu altern, also nicht so, oh, das nächste Tekken, wie viele Jahre ist das zurück, ist egal, wir sagen einfach, wie alt die sind und fertig, müsst ihr akzeptieren. Aber das, ich muss sagen, achso, der Ansager, ich mag immer noch den Ansager von Teil 4 auch, weil das ja dasselbe ist von Teil 3. Der ist auch gut. Der ist halt ein bisschen verzerrt, ne, damit es so zukunftsmäßig sich anhört. Und Tekken 4 ist nicht so aggressiv, ne? Kannst du sehen, wie du willst, ne? Ich finde in Tekken 3 ist er viel aggressiver. Er ist viel deutlicher. Er spielt viel deutlicher, weil da bringt er uns bei, wie man Horeng sagt. Ja. Nicht Huareng. Oh mein Gott. Egal. Aber Tekken 4 ist auch der Beginn mit dem Quote, den Tekken seither benutzt, und zwar Get ready for the next battle. Das hat bei Tekken 4 tatsächlich angefangen. Ja. Und sollen die beibehalten, glaube ich. Ne? Ja, das haben die beibehalten. Das ist immer. Seitdem immer. Also Tekken Tag noch nicht. Bei Tekken Tag Tournament hatte. Ja, welchen Ansager hatten die da? Ich glaube aus 2. Ich glaube, der war aus 2. Das weiß ich nicht, danke. Nee, weil der war anders. Der war anders zu 3. Mhm. Ne? Aber der von 3 hat wieder 4 gesprochen. Und der ist toll. Also ich mag ihn, egal wie verzerrt er ist, der ist immer gut gewesen. Ja, Tekken 4. Ja, so interessante Tekken 4 besonderes hat Tekken doch ein bisschen weitergebracht, würde ich sagen. Es ist ein besonderes Spiel. Ansetzen. Weil es gab ja was mit den, man konnte was mit der Wand anfangen. Das haben die ja weggenommen. Zum ersten Mal, ja. Das haben die aber wieder weggenommen. Das haben die wieder sehr stark reduziert mit der Wand. Und die Welt nicht sah alles. Auch viel mehr Premium aus als im Dreier. Also da haben die ja klar. Ja gut, das ist auch ja zehnfache Leistung. Das ist auch der Sprung. Ne? Ja, genau. Das ist auch der vielleicht Sprung. Vielleicht hat das mich einfach geflasht. Ja. Wir sind keine Fans, sind Rennerwagen. Ja. Darf ich auch was zu Tekken 4 sagen? Ja, natürlich. Ja, hau rein. Tekken 4 war das letzte Spiel, wo ich Tekken so hardcore-mäßig gesüchtet habe. Mhm. Tut mir leid, Tekken 5, ihr habt das nicht so hardcore gesüchtet wie Tekken 4. Da, weil
Was bedeutet Hardcore? Ich gehe daheim, nach der Schule oder nach der Arbeit und spiele. Das ist Hardcore. Ja. Und nicht denken, ich spiele mal King of Fighters lieber. Ja, ja. Und nicht aber Tekken. Aber wie ich schon sagte. Enttäuscht, aber gibt es ja Gründe. Aber es hängt ja auch sehr viel davon ab, vom Freundeskreis. Ne? Wenn du Freunde hast, das erste Kampfspiel, was alle gespielt haben, war immer Tekken. Und wenn Tekken 5 rauskam, entweder hast du es mitbekommen durch Freunde oder du hast dich sehr viel informiert. Halt. Nee, Tekken 5 habe ich tatsächlich Day One gekauft, beziehungsweise schon auf der Demo. Ah. Wir haben die Zeitschriften dann selber gekauft. Hm. Da haben wir Tekken Demo gesüchtet. Hm. Tekken 5 auch, aber nicht in den Level von den ersten vier Tekken-Spielen. Schade. Ja, Tekken 5 haben wir gespielt so ein bisschen, aber nicht in den Level wie Tekken 3 und 4. Okay. Genau. Die sind legendär. Legendär. ja, das stimmt. Ja. So, Beat'em Up Master. Welcher Teil und warum? Warum? Ja, es ist leider, wie gesagt, nicht Tekken 5. Als ob du mich überraschst. Ja, es ist Tekken 3. Hey, habe ich mir gedacht. Ja, Tekken 3, wer muss dann die Verpackung mal anschauen? Dann lese. Tekken 3, das ist der Kampfspiel der Zeiten. Ich meine, die haben sich die Marke aufgebaut, meine Fresse. Ja. Prost. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also Jin als neuen Hauptcharakter von Tekken zu machen, ist ein Geniestreich. Also so wie der designt ist, Wahnsinn. Ja. Also ich meine, diese Zeit waren die Kampfspiele ja gleich, die haben ja die Gimmick gehabt, die neue Zukunftsgeneration sind gleich 20 Jahre später. Alter, das hat jedes Kampfspiel gemacht, das hat Street Fighter hat das gemacht mit Street Fighter 3, Toshinden mit Toshinden 4. Ja. Gab's ja auch noch. Ja, jedes Kampfspiel hat's gemacht. Garou auch. Dead or Alive. Dead or Alive 2. Dead or Alive. Das war aber kein Zukunftssprung wie bei den vorigen Spielen. Das war einfach ganz normal. Zum ersten Spiel doch. Ja, die sind nicht so stark gealtert oder haben die Charaktere so gewechselt, dass die nächste Generation kommt. Mhm. Das habe ich gemeint, die nächste Generation. Der Sohn von Katsuya, Jonah Young von Ziffer 3, die waren dann wahrscheinlich Kinder in Ziffer 2 oder so. Oder ganz neue Charaktere, komplett neu, hundertprozentig neu, von Toshinden 4, beziehungsweise Haumaru ist uralt, alle anderen Charaktere sind brandneu. So ja. Krass ist es bei SNK gewesen, 99. Ja, das ist... Das war die Gimmick, ich sag's ja, Leute. Es war schwierig, neue Charaktere in etablierten Marken zu machen. Vor allen Dingen, also bei Tekken war das so ein Lightning in the Bottle. Also alles, was da dran gemacht wurde, war möglichst modern zu wirken, wie die Zukunft. Ne? Mhm. Allein dieser aggressive Werbespot The Mother of All Fighting Games, weil der Vater war ja Street Fighter 2 und dann sagen die, wir sind die Mutter. Das war's so. Ne? Die ganze Welt hat Tekken 3 gespielt und ich muss auch persönlich sagen, wo ich das gespielt habe, ich dachte, Alter, das sind Kampfspiele. Ne? Aber trotzdem, ich habe immer noch gerne Garou gespielt nebenbei oder andere 2D-Fighter von Capcom. Also ich war ein wahnsinniges Capcom-Kind und SNK bis 2001, aber Tekken 3, wer hat Tekken 3 nicht gespielt? Ne? Also wie oft habe ich mir Tekken 3 von der Videothek ausgeliehen? Also davon hätte ich mir das Spiel sogar Spieler, fünfmal kaufen können. Sogar Spieler, die gar keine Videospieler sind. Ne? Die haben noch nie ein Videospiel gespielt, aber Tekken 3 schon. Ja, Kennt welche. Die haben nicht viele Spiele gespielt, Leute. Ja, sowas wie Garou oder so, SNK, King of Fighters, haben wir in den 90er Jahren, glaube ich, nicht mal gekannt. Nein. Ich habe dann zur PS2... Sag mal, Shoutout schon. Ja, durch die Demos, ne? Ne, ich habe es gekauft, tatsächlich. Achso, okay, das wusste ich nämlich nicht. Aber durch die... Als ich dann zur PS2-Ära in der Bundeswehr war, da gab es nämlich im Stützpunkt eine SNK-Slot-Machine mit King of Fighters. Und dadurch habe ich das kennengelernt, King of Fighters überhaupt.
Und das war nur sehr spät natürlich, für PS2 also, Ära. Und dadurch habe ich dann erst das King of Fighters gekauft und dadurch auch meine Brüder davon Wind bekommen. Also, ich muss persönlich sagen, ich glaube, Beat'em Up Master kennt schon die Story, die habe ich ja schon mal öfters erzählt. SNK ja. hat scheiß Werbung gemacht im Westen, also die sind selber ja. schuld. Ja, die haben die in Interviews selbst gesagt, denen ist es egal gewesen. Ja. ja, deswegen haben wir nichts gewusst. Und unter anderem, ich kannte nur King of Fighters ab 97, weil ich Wind bekommen habe, Blue Mary? Das ist ein King of Fighters? What is King of Fighters? Ne? Weil ich komme aus der Fatal Fury Ecke. Also ich bin OG Fatal Fury. Ne? Also ne, man muss so ein bisschen denken, damals entweder man hat Freunde, die darüber sprechen, oder man hat, oder jemand führt dich heran, oder du liest Zeitschriften. Das war das einzige Medium, was wir konsumieren konnten, ne? Was, wie wir zu sonst rankommen. Und meine Welt bestand vor 96 nur aus Mortal Kombat, Killer Instinct und Fatal Fury. Und ich habe wirklich jedes Fatal Fury gespielt auf diesem Planeten. Außer jetzt die 3D-Teile, also die PS2-Spiele habe ich gar nicht mitbekommen. Ne? Mhm. Weil ich habe die Clan nicht gesehen. Weil das Ding war, auch Mitte 2000, wenn du keine Pappaufsteller hattest oder so. Also Werbung war sehr wichtig. War sehr, sehr wichtig. Und Tekken 3 hing überall. Tekken Tournament war Launch für die PS2. Tekken 4, klar. Das wurde immer vorne hingestellt, also da kamst du nicht drum rum. Also selbst TV-Zeitschriften haben dafür darüber. Ne? Es gab ja mal, ich sag mal so, TV-Movie. In TV-Movie gab es ja hinten so Rezensionen, so der neue heiße Scheiß, und Tekken 4 war da drunter. Und dann habe ich darüber gelesen, weil du natürlich, wie kommst du ran? Es gibt noch keine Demo, es gibt nur Vorschau-Videos, oh, wie sieht das aus? Und, ne? Ich meine, wie alt waren wir da? War ich da? Ich glaube, da war ich 13, 14 Jahre alt, irgendwie, ne, wo Tekken 4 rauskam. Und Tekken 3, das habe ich immer zum Wochenende ausgeliehen, wenn ich gesagt habe, wir treffen uns am Wochenende bei mir und dann zocken wir ganz viel Tekken und dann gehen wir raus und, weiß nicht, grillen oder machen Lagerfeuer oder was auch immer. Ah ja. Ne? Also, ja, und nicht schlecht, ja. Unsere Kumpels hatten Mortal Kombat, ja, aber kein Fatal Fury, kein Killer Instinct. Nee. Ich wusste ganz lange nicht, was Killer Instinct ist. Vielleicht erst 2020 wusste ich vielleicht davon. Hm. Das ist tatsächlich von Nintendo gewesen. Ja, Killer Instinct ist aber auch auf dem Index gewesen. Also kam zu schwer ran. Ja, das ist auch wahr, ne? Aber es ist bekannt als immer als das schwarze Modul. Es hatte immer schwarzes Modul. Egal ob auf N64 oder Super Nintendo. Es hat immer ein schwarzes Modul. Ah ja. Mhm. Also so ähnlich wie. Die technischen Zeitschriften haben auch nichts darüber berichtet. Nee, es gab auch keine Umsetzung für die PlayStation. Killer Instinct. Ah, deswegen haben wir nichts mitbekommen. Das gehört Nintendo damals noch. Ah, okay. Mhm. Das war ja ein Kampfspiel von Rare Entertainment, also den Donkey Kong machen. Glaubt man gar nicht. Ah. Ja. Ja, die. Zurück zu Tekken 3, bitte. Ja, Tekken 3. Weil das Besondere noch, ist mir nicht so bewusst gewesen, als Kind oder damals, was auch was, die haben tatsächlich visuelle Frame Training gehabt. Weil du hast grüne, wenn du das anschaltest, dann hast du grüne Lichter, die sind so, Charaktermodelle sind grün. Und wenn die angreifen, dann ändert sich die Farbe in Orange, glaube ich. Mhm. Oder was? Orange oder rot, ja. Und das sind dann die Minus-Frames. Das hat kein Spiel gehabt. War Tekken 3 nicht erklärt, was auch der Beginn von Low Paris? Ja. Ich wusste es nicht. Ja, Low Paris war in Tekken 3. Nur ein Kampftechniker tatsächlich, nicht ja, als nicht wie ja in Tekken Tag oder Tekken 4, 5, 6, 7, 8 kennen. Ja, als nicht jeder Charakter hat das. Ja, genau. Das war meistens immer Packen und unten. Ja. War das immer. Ja, damals und war es auch. Also schwieriger, komplexer. Schwieriger, ja. Komplexer, ja. Das war nicht so mächtig, sag mal so, weil heute ist es ziemlich stark.
Ja, meine Mains hatten das, zum Beispiel Xiaoyu hatte das. Julia hatte das. Julia. Boein, Fulvi hat es auch gehabt. Ja. Nina, glaube ich auch. Ich glaube, Jin nicht, weil Jin war viel zu stark. Nein. Nee. Hayashi hat es auch nicht gehabt. Nee. Oh. Eddie, ja, Eddie auch nicht. Tekken 3 hat Tekken Ball viel mehr gefallen als so ein Kegeln zum Beispiel. Bowling? Ja, also ich mochte Bowling. Die haben ja Kämpfen gemacht. Ja, Tekken Bowling war dann irgendwann langweilig und haben wir weiter Tekken 3 gespielt. Okay, ja, aber Tekken Bowling mochte ich sehr. Ah ja. Das Problem ist mehr bei Tekken 3 war das Einzelne mit Kämpfen. Das sind Volleyball mit Kämpfen oder Sidescorbin ab mit Kämpfen. Ja, genau. Vielleicht liegt es daran. Ja, wahrscheinlich, ne? Weil du kannst deswegen normales Kampfspiel spielen, ne? Ja, genau. Ja, die Minispiele, also Tekken Ball und Tekken Bowling, also das ist schon sehr willkommen. Ich finde es nur komisch, dass sowas wie Tekken Bowling nur auf der PSP-Variante von Tekken 5 drin war. Dann in Tekken 7, aber offline. Das denkst du nicht aus. Das denkst du einfach nicht aus. Namco, da ist das Geld. Ja. Wie viele Tekken Leute? Jetzt Tekkenball spielen, aber es ist so kompliziert gemacht. Du kannst nicht direkt Tekkenball online Match machen, sondern du musst in die Tekken Lounge gehen und dort kannst du nur Tekkenball online spielen mit anderen. Das ist kompliziert. Finde ich blöd. Bisschen. Aber gut, dass Tekken 8 wenigstens Tekken Ball von Tekken 3 übernommen hat. Das habe ich gefeiert. Das gab es noch auf Tekken Tag 2 auf der Wii U, gab es das exklusiv? Ja. Noch zum letzten Mal, also das dritte Spiel schon. Genau. Ja. Und ich finde, dass mit Tekken Tag 2 Bowling auch ziemlich gut gemacht. Ja. Ja, aber mir war es irgendwann zu langweilig, das Bowling. Der gab's ja kein Bowling. Bei Tekken Tag 1. 1 und 2. Ja, gut. So haben die hier die Tradition bewahrt, Leute. Okay. 2 habe ich gar nicht so oft gespielt. Okay, noch etwas? Nee, ne? Wie gesagt, bei Tekken 3 habe ich angefangen, die Kampfkünste auswendig zu lernen mit Lei Wolong. Da habe ich Zeit reingesteckt, nicht nur Lei, ich habe auch mit Xiaoyu alle Kampfkünste gelernt. Also da wurde ich als Shaolin Monk ausgebildet, könnte man sagen. Das erste Mal in meinem Leben. Davor war einfach nur hirnloses Spiel. Aber ab Tekken 3 war nicht mehr hirnlos, das fing ich an, naja, Kampfkünste zu erlernen. Naja, wir haben einfach. Das war was Neues. Ja, und Tekken 3 ist auch das erste Spiel, wo du Sidestep mit nicht nur mit einem Knopf machen kannst, das war optional, genau. Sondern du konntest auch mit der oberen oder unten Taste kurz drücken und dann gibt's ja Sidestep. Das war das erste Kampfspiel. Oder einer der ersten, das war Shaolin, hatte es auch gehabt. Was? Ich weiß nicht, yeah. Aber warte. Shaolin hat gesagt. Warte, wann kam Dead or Alive 2 raus? 99, glaube ich, oder 2000. Doch so spät? Ja. Weil das hatte für mich, also für das mich, der beste Sidestep hat immer noch Dead or Alive. Für mich. Was 3D-Kampfspiele angeht, ne? Ich find Tekken immer noch nicht so gut, was Sidestep angeht. Und Virtua Fighter. Sidestepping bei Witch of Fighter, ja. Habe ich oft genutzt. Ab Teil 3 aber. Ja, gab's aber nicht. Aber bei Dead or Alive ist es immer noch am besten. Das erste Kampfspiel mit Sidestepping ist tatsächlich Toshinden gewesen. Ja. Toshinden. Gott. Ja, 95. Ja. Das war erfolgreich, der erste Teil. Ja. Der war Erfolg. Naja. Und viele Spiele wurden gemacht, auch macht's. Was soll's, Leute? 4. Wie war denn das mit Kensei? Gab's da auch schon Sidestep? Ja, gab's. Ja. Sacred Fist, ja. Das ist auch wie Tekken Sidestep. Na, ja. Doch, du kannst auch mit ganz kurz drücken, ne? Es war kein Einknopf oder was, wie bei Wheel of Fire 3 oder was. Ja, Bloody War war Sidestepping nicht so der... Nee.
Das war kein Schwierig, das war nicht der Fokus. Das kannst du nicht Gewalt machen, nee, aber so nee. Richtig. Bloody War war geradeaus. Ja. Mhm. Geradeaus von Flaschen, ne? Was ballern. Junge, ballern. So, weiter. Nächste Frage. Aus eurer heutigen Sicht, wie hoch steht allgemein Tekken in eurer Gunst? Also jetzt zwischen den ganzen Kampfspielen, die ihr kennt, wo ihr sagt, okay, diese Kampfspielreihe steht jetzt über dem und so weiter und so fort. Also wie hoch steht das bei euch in den Ansehen bei den 30 Jahren? Also ja. Früher war es auf jeden Fall so, da gab es kein Kampfspiel, was besser wäre. Es gab Alternativen wie Street Fighter EX Plus Alpha, EX Plus Alpha, das ist schon richtig, ja. Oder Shaolin, aber sonst war das nicht höher als Tekken damals gewesen. Mhm. Es ändert sich dann ab der PS2, spätestens ab der PS3 Generation. Mhm. Es hat sich geändert. Es liegt aber an wegen Tekken. Ja, aber wo steht für dich heute Tekken im Ansehen? Also heute, es ist mehr so mittendrin, es ist nicht das höchste Gefühl mehr. Hm. Ist aber auch nicht mehr das unterste Gefühl wie in Tekken 6 gewesen. Ja. Ja, es ist so Mittelmaß, aber nicht so wie in den klassischen 1-Zeiten mehr. Das ist ja, klar. Schon vorbei. Oder PS2-Generation war auch ganz schön gut noch bei mir. Hoch am Mars, aber PS5? Das ist schon nichts über Besonderes, aber es ist Tekken dann halt, ne? Es ist nicht mehr so hoch bei mir, leider. Es tut mir leid. Das ist normal. Mein Gott. Ja. Tenchi? Ja, normaler, ja. Ja, also Tekken 8 zum Beispiel macht mir gameplaymäßig sehr viel Spaß. Es läuft, es flutscht, also das kann man von anderen Fighting Games nicht immer sagen. Nur gefällt mir das Design nicht so, ist ein bisschen düster gehalten diesmal. Es könnte, also Tekken allgemein jetzt, wenn ich jetzt das als Genre oder als Ding nehme, könnte vielleicht auf dem dritten Platz sein, weil die vor Tekken ist bei mir noch Street Fighter 6. Das hat einfach mehr zu bieten. Ja. Und Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Das ist auch noch vor Tekken. Aber ist trotzdem hoch im Kurs. Immer noch ist Tekken hoch im Kurs. Oh, das ist gut. Ja, ich würde mich irgendwie so zwischen euch hinsetzen, weil ich finde, ja, Tekken, ich meine, das begleitet uns ja alle sehr lang. Und ich würde auch sagen, so ungefähr, ne, ist dabei. Ne, es ist ganz gut dabei. Also, wie gesagt, Tekken wird ja sehr, sehr viel von der Masse, also von der normalen Spielermasse, wird das ja sehr hochgetragen auch. Ne? Das ist das kommerziell erfolgreichste Kampfspiel auch, unter anderem. Ne? Es ist halt im ersten Teil so gewesen. Ah. Ja, also die Endsequenz von Reyna zeigt auch ein bisschen was von Tekken 9. Ich schätze mal, sie wird die nächste Endgegnerin. Und Tekken-Geschichte scheint es, dass Kazuya und Jin ihre Fähigkeiten verloren haben, sodass es Normalos werden. Und dann wird es interessant nochmal, Tekken 9. Warte mal, bis die Story-Erweiterung kommt mit Heihachi. Dann geht's wieder ab. Dann geht wieder der Tekken-Wahnsinn los. Und vielleicht kommt hier noch ein Tekken-Tag-Tournament. Drei. Nein, nicht so schnell. Drei, wo die verstorbenen Charaktere. Wo bist du denn? Sind. Also, 2030 oder was? Dann wäre ja Lei wieder drin. Wir sind gerade mal, ey, Tekken 8 ist mal gerade 8 Monate draußen, also jetzt bleibt mal durch. Ja, vielleicht 2030. Wer weiß. Ich glaube, wir müssen nicht so lange warten.
Naja, doch. Die Entwickler haben ja gesagt, egal ob es jetzt Tekken 8 oder Street Fighter 6 ist, die PlayStation 5 Generation Spiele, die brauchen ziemlich lange in der Entwicklung und Produktion, oder sagen wir Entwicklung, weil das so eine krasse detaillierte Grafik ist, dass sie alles detailliert machen müssen, bis aufs Müll fast, könnte man sagen. Also, und weil die Speicherkapazität ist auch viel mehr, ist nicht mehr 1 Megabyte oder 8 Megabyte, das sind Gigabyte, also das braucht jahrelang, ein Spiel zu entwickeln, schon könnte man sagen, ein Charakter braucht einen Monat oder vielleicht, wenn es noch komplexer wird in Zukunft, braucht ein Charakter ein Jahr. Also wir kommen dahin. Oder wenn man Super Assassin kennt, 2 Jahre. Ja, und wir kommen ja dahin, dass die, wenn das Spiel rauskommt, immer Neues zum Spiel dazu addieren, weil die wissen, ein neues Spiel dauert einfach zu lang. Die können das sich nicht leisten, neue Spiele zu machen. Die müssen ein Spiel machen und dann jahrelang dranbleiben an dem Spiel, bis die irgendwann ein neues machen können. Das dauert einfach zu lang heutzutage. Okay, Leute, ich mach mal kurz einen Break. Wir machen kurz eine Pause. Ich bin gleich wieder da. Yeah. Okay. Pause. So, da sind wir wieder mit von der Pause. Ja, Tenchi sagte ja schon, Videospiel, Kampfspiel überhaupt, Videospielentwicklung ist ja wahnsinnig teuer geworden und aufwendig. Und ja, nichts ist schwieriger zu programmieren als ein Kampfspiel, ist klar. Ich merk's, Leute, ich merk's. Ich merk's. Ich würde mal sagen, sparen wir uns diese Frage nochmal für Ende auf, denn meine nächste Frage ist, von wem bist du ein Fan, beziehungsweise warum? Um was geht's da? Charakter. Tekken. Ja. Ja, ich bin ganz klar Fan von Lei Wulong seit Tekken 3. Tekken 2 gab es zwar auch, aber da war für mich etwas unsichtbar, weil ich da mehr Kazuya gespielt habe und so und Hayashi. Aber Lei Wulong ist halt the embodiment of Jackie Chan, the master of entertainment, und es ist ein Unding, den Tekken 8 rauszunehmen. Aber ich kann es immer noch nicht verstehen. Aber das ist halt mein Lieblingscharakter. Da kannst du entscheiden, welche Kampfkunst du von ihm erlernen willst und anwenden willst. Du kannst zum Beispiel entscheiden, ach, ich lasse Schlange aus und ich bin jetzt spezialisiert auf Drunken Boxing, Kranich, weil das hat er auch drauf. Du kannst sie aussuchen. Das ist so vielseitig, deswegen ist mein. Beat'em Up Master, wer ist denn dein Charakter? Also für mich bist du ein Fan, beziehungsweise sagst du, den Charakter liebe ich. Kann ich auch mehrere nehmen? Erstmal einen, oder? Erstmal einen, aber wen soll ich dann nehmen? Ja, was ist der erste Gedanke? Was ist der erste Gedanke? Welcher Charakter ist für dich Tekken? Das ist ein bisschen bei jedem Spiel ein bisschen anders auch, ne? Ja, ja, das ist. Bei Tekken 1 ist es Kazuya, bei Tekken 2 ist es vielleicht auch Jun. Ja. Bei Tekken 3 ist es ein Mer, beziehungsweise am meisten Paul. Ja, kann ich bestätigen. Tekken 4 wird schwieriger. Weil es ein bisschen komplexer ist. Ich würde nicht gerne Julia sagen, weil die ist ein bisschen schwächer. Denken wir, meiner Meinung nach halt, zu langsam und unausgereifte Technik. Es war in Tekken 5 besser. Ab da habe ich auch Asuka gespielt in Tekken 5. Ja. Tekken 6, Leo von mir aus.
beziehungsweise Alisa oder Lars. Naja, was soll man machen? Da fängt es schon an, Leute. Da sind die. Ja, eine Sache haben die gut gefunden, denkt Dexter. Das ist Lars und Alisa. Oh, die schlimmsten. Ich find, da bin ich raus. Ich Charaktere find, haben die gut gemacht. Ich finde die Rage-Mechanik gar nicht mal so übel. In Tekken 6. Ja, in Tekken 7 war das Julia, weil Alisa ist Jot geworden. Ach. Ich meine Asuka. Ja. Asuka ist komplette Schrott in Tekken 7. Naja, komisch. Nicht Schrott. Ja, das ist blöd. Das war in Tekken, sogar in Tekken 6 besser, Alter. Das kannst du nicht machen als Asuka. Das ist schlecht gemacht gewesen. Und Tekken 8, ich habe viel trainiert mit Asuka, dass ich nicht nur mit Alisa spiele, sondern auch mit Asuka Kazama. Ja. Aber ab und zu auch Leo. Paul ist schwer, ein bisschen in Tekken 8. Ja. Weil die Charaktere sind da alle besser. Hm. Da kann dann zu wenig Technik, finde ich, bei Paul, weil der macht viel mit Kraft und das war in Tekken 3 nicht so. Und Lars? Lars, ab und zu, aber ich halte ihn nicht mehr so hoch hin. Hm. Also höre ich da mehr Asuka raus. Aber wie du sagst, bei jedem Spiel bisschen, anders. Ja. Aber allgemein, was ist denn bei dir, welcher Tekken? Das ist der Tekken-Charakter. Der Tekken-Charakter? Wenn du Tekken hörst... Ich finde das wirklich schwer. Wirklich schwer, kann sich nicht entscheiden. Okay. Also aus meiner Erinnerung habe ich dich jahrelang mehr mit Paul gesehen, tatsächlich. Ja. Aber es liegt vielleicht daran, dass wir Tekken 3 einfach bis zum Abwinken gespielt haben. Ja. Paul war in den alten Spielen gar nicht schwach, der haben die später so gemacht, dass der dann Tekken 4 ein Penner ist und so. Der war nicht schwach in Tekken 4, das will ich sagen, aber der war dann später mehr so ein Joe-Charakter und das ist schlecht gewesen. Hm. Weil der ist zweite Stelle zu Kazuya, der hat der Rivalität gehabt und so, das haben die aufgegeben oder so, weil der nichts mit Devil-Geschmack zu tun hat oder mit dem Krieg von Tekken 6, das ist Käse, meine Augen. Das haben die nicht gut gemacht. Die haben die Charaktere ein bisschen schlechter gemacht, einfach mal so. Das ist nicht in Ordnung. Darum kann ich mich schwer entscheiden, wenn ich sage, Paul, warum spielst du nicht den 5, 6, 7, 8 mehr, Paul, weil der scheiße ist. Mhm. Außer in Tekken 5 ist er noch gut, aber nicht mehr danach. Ja. Nicht mehr so, wie ich es haben wollte bei seiner Qualität, die er immer hatte. Also bist du vielleicht ein Mokujin oder spielst du verschiedene? Mhm. Mokujin ist er nicht. Also Beat'em Up Master ist nicht das Spiel, aber ich kann ihn schon verstehen, er hat nicht so den Charakter, den er vergöttert. In einem allgemeinen Tekken-Spielen, ja. Vielleicht Julia Cheng, wer weiß. Stimmt, ich habe Julia auch in Tekken 7 am meisten gespielt dann, ne? Ja, wieder, wo die okay, die war aber auch mega gut. Boah. Die ist gut gewesen, ne? Ja. Und genau über heute Charakter. Und jetzt nicht von Spielweise, sondern Geschichte. Hast du deinen Lieblings-Tekken-Charakter? Oh. Ich sag's ja, die haben den Tekken 6 als Kopf gemacht, das ist dann schwierig. Ja. So allgemein. Von der Geschichte. Von der Geschichte dein Tekken-Charakter? Puh. Wenn schon Gameplay-Schwierigkeiten hat, vielleicht hat ja ich sag Geschichte. Dir, das ist das Problem, Tekken 6 ist die Geschichte scheiße. Das ja. Kann ich sagen. Es ist Kanon. Ja, das ist das richtige Problem bei Tekken. Ja. Die haben die gute Stories, die in... Schaut doch mal in Internet, Leute. So Konzept sind, wo die geilen Scheiß machen mit Lily oder so. Lily gegen Division und Horwing und so. So abgedrehte Metal Gear Käse. Aber nicht, was sie da in Produkt gemacht haben. Das ist scheiße gewesen. Ja, die haben da gar nichts gemacht mit Krieg. Ja, toll. Ich will jetzt schon Tekken 6 haben, die besseren Spiele. Da haben die den meisten Scheiße gemacht. Ja. Tut mir leid, es ist so. Es ist aber so, sie haben es noch umgedreht. Sie haben es noch umgedreht. Ja gut, was sagen wir in Tekken 8 dann halt? Welche Story? Ich muss noch überlegen. Oder wenn du Tekken 6 ausblendest, allgemein Tekken Story, steckt da ein Charakter vor? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, Beat'em Up Master kann sich nicht entscheiden. Okay.
von der Story vielleicht die mit dem Kaffee dann. Hat mir wirklich am besten gefallen. Also Azucena, ja. Hab ich mal probiert. Das hat mir bis jetzt am besten gefallen von der Story. Ja. Ja, die witzigste, ja. Weil es ja Käse ist, aber die ist eigentlich stark mit Kaffee. Ja. Also ich höre schon raus, es sind einfach bei dir verschiedene Charaktere. Ja, es kommen halt irgendwelche Spiele, weil die haben so alles geändert, das kann man nicht allgemein als Tekken mehr sagen. Früher war das immer Paul meistens, oder genau, sogar richtig. Oder mehr Paul im mehr Endeffekt. Paul, ja. Ja, mehr Paul, ja, war das früher. Hm. Ja. Und heute ist es mehr Asuka, aber nicht in Tank 7. Das ist kompliziert, wie die ist, das ist sehr kompliziert. Ja. Yeah. Weil die haben das so Käse gemacht. Bei jedem Spiel haben die irgendwann Käse gemacht. Nach Tekken 4 haben die irgendwelchen Käse gemacht. Ja, weil Tekken 4 ist unausgereicht, Tekken 5 haben die Charaktere, die mir nicht gefallen, wie den Kengo. Mhm. Das hat auch ein bisschen das allgemeine Spiel schwächer gemacht. Ein bisschen schwächer, aber weißt schon, was ich meine, ne? Ja, das ist ja nicht das perfekte Spiel ist, ne? Ja. Es geht, das ist nicht mal Tekken 3 das perfekte Spiel, aber es kommt mal als nächstes hin. Meine ich halt, ne? Okay. Ja. Noch was? Nee, ne? Von Charakteren, ja. Okay. Dann zu der vorletzten Frage. Und zwar, wie findet ihr Tekken 8 bisher als Produkt zum 30. Jubiläum? Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich. Okay. Du weißt warum, oder? Nein, nö. Ich sage Tekken 5. Warum? Du kannst die Arcade-Spiele, weil es Erinnerungen sind, einfach so spielen. Hm. Warum haben die das nicht wieder gemacht in Tekken 8, dass man. Na gut, Tekken 7 könnt ihr nicht einfach so reinhauen, aber bis 1 bis Tag 2 können die schon reinbringen, eigentlich. Oder Tekken 5 von mir aus. Dass man die ganzen Arcades, wo noch die Nachkommen mit Arcade gemacht haben, die ganzen Versionen, die man noch nie spielen konnte oder so. Okay. Ja, diese Urversion, das ist ein bisschen so eine museummäßige Kampfspiel-Performance hat. Ich weiß, das, was du meinst. Hat man nach Tekken 5 nie wieder gemacht? Nee, nee. Sowas in der Art. Aber so als Spiel selbst? Ja, das ist nicht nur das Spiel, weil man hätte mal auch wie bei Tekken 2 auch einen Film machen können oder was, wie man es auch mit Street Fighter der Capture gemacht machen könnte, dass das sowas hätte ein bisschen gefehlt, solche Sachen halt, dass es mehr außerhalb sowas Großes machen, das haben die auch nicht mehr gemacht. Das ist nur das Spiel gewesen, ne? Und sagen, das war's halt, ne? Das ist ein bisschen wie so wenig. Ja. Naja, zu Zeitpunkt der Aufnahme ist auch Tekken 8 erst 8 Monate draußen. Ne, da müssen wir das aus der Perspektive jetzt machen. Muss gleichzeitig rausbringen. Das haben sie gleichzeitig rausgebracht, den Film mit Tekken Tag HD zum Beispiel. Ja. Das meine ich. Ja. Aber so als Spiel selbst, wie findest du das? Das Spiel selbst, Das ist ein bisschen fair zu sagen, dass es auch zu wenig ist. Das ist ein bisschen unfair, aber es ist mehr in der Mitte, wie schon mal gesagt wurde. Mittelmäßig meinst du? Ja, mittelmäßig. Tut mir leid. Hm? Das ist nicht High-End, würde ich nicht behaupten, dass es nicht High-End ist. Aber man sieht schon, die wollen das machen. Die wollen es machen, aber die sind auf so einem hohen Niveau, dass du sagen kannst, nee, das ist nichts Eigens. Okay. Tenchi? Ja. Ja, also Tekken ist immer und bleibt immer und wird auch immer sein ein Premium-Spiel. Tekken 8 hat ordentlich hingelegt, meiner Meinung nach. Die haben ordentlich was zu bieten. Zwar haben die nicht solche Charaktere wie Street Fighter 6 in dieser Launch-Welt. Das sind kleine Chibi-Charaktere. Ein bisschen billig ist das, aber sonst haben die zum Beispiel von Tekken 3 Tekken Ball reingetan. Das ist ein dickes Plus. Ein Minus ist, dass die haben sich vielleicht mehr von dem Visuellen an Mortal Kombat orientiert, ein bisschen
düsterer was geboten. Sieht man auch in den Artwork von den DVD. Ist auch düster gehalten, schwarz gehalten. Gefällt mir nicht. Aber ansonsten, wenn man das ausblendet, hat man ein echt geiles Spiel. Also, das ist echt einer der obersten Liga. Du kannst online spielen, was heutzutage unabdingbar ist. Wenn ein Fighting Game rauskommt und nicht online spielbar ist oder schlecht online spielbar, wie Street Fighter 5, dann ist das einfach unspielbar. Also keiner spielt sowas mehr. Heutzutage muss es online sein und online muss es auch noch flüssig sein. Und das bringt Tekken ab. Das bringt einfach. Und auch man kann, auf mehreren Weisen, ja. Man kann sagen, Tekken 8 ist das erste spielbare Namco-Online-Spiel, ja. Und was mir so nicht gefällt, ist, wie die im Ranking-Modus, wie die Titel heißen. Da gefällt mir tausendfach besser in Street Fighter 6. Da kann man die Goldmedaille kriegen, man kann Platinum gehen oder Meister werden. Also in Tekken 8 gefällt es mir einfach überhaupt nicht, die Namen. Ja, Dark Lord ist der höchste Rang, nicht Tekken Gott. Nee, Tekken God of Destruction. In Tekken 5 war das so. Also, ja, aber 100, der 100. Dan ist hier in Tekken 8 Tekken God of Destruction oder so. Ja. Ja, wenn man da hin will, dann muss man erstmal irgendwie so ein Drache werden, Gaijin, irgendwas Jin, Raijin, also irgendwelche, ne? Ja, also Jin, ja, das heißt ja auch Drache, also göttliche Drachen, so sind das. Mhm. Raijin ist dann, glaube ich, der Blitzdrache und gibt's dann noch was anderes. Ja, jedenfalls, die Namen gefallen mir nicht. Aber wir wissen aber ja alle, woher sie dieses Konzept haben. Gameplay ist einfach mega. Also manchmal macht es mir mehr Spaß als Street Fighter 6. Manchmal macht mir Street Fighter 6 mehr Spaß Gameplay. Kommt immer drauf an. Aber Tekken 8 Gameplay ist einfach top. Okay, dann zur letzten offiziellen Frage an euch beide. Was wünscht ihr euch für die Reihe und werdet ihr es in Zukunft weiter verfolgen? Also werdet ihr weiter dranbleiben? Es kommt ein bisschen darauf an, was sie als nächstes machen. Ja, ich schließe mich teilweise an, weil ich gehe davon aus, dass das nächste auch mega wird und ich hoffe einfach auf eine bessere Verkaufsstrategie, nicht mehr so finster, sondern einfach glasklarer wie Tekken 4, einfach schöne Landschaften, einfach wunderschönes Game. Ich hoffe, dass es wieder besser wird und klar, Lydia Tibesco wird wieder dabei sein, leider kein Lego Long. Aber irgendwo muss man ja auf irgendeinen Charakter umsteigen. Naja. Entweder Leo oder Sylvester. Ich meine, wo wir jetzt gerade aufnehmen, das Spiel ist gerade mal 8 Monate alt. Da kann noch viel passieren. Ja, genau. Kann noch viel passieren. Ja. Vielleicht bringt die noch einen Kung-Fu-Heini rein, der so ähnlich wie Jackie Chan ist. Wer weiß. Aber ganz neue Sachen halt. Aber ich schätze mal erstmal nicht, weil sonst wäre das ja ein Leo. Den gibt's nicht. Deswegen sieht das schlecht aus. Solche Kung-Fu-Charaktere ist mehr bei Wheel of Fire mehr drin. Ja. Weil jetzt fehlt in Tekken ein Jump'n'Boxing-Experte. Die gibt es nicht mehr, ne? Das ist richtig. Und das könnte sein, dass die einfach irgendeinen anderen Mann oder Frau Jump'n'Boxing-Fighter nehmen vielleicht, wenn der fehlt. Naja, aber ich bin sehr gespannt auf die Geschichte von Tekken 9. Was weiß ich, wann das rauskommt, 2030 oder so, ist ja wohl. Erstmal geht ja Tekken 8 weiter. Ja, genau. Naja, aber also, geht noch die weiteren Geschichten. Naja. Finde es interessant, dass Kazuya und Jin ihre Mächte verloren haben und als normale Fighter vielleicht gegen eine krasses Rainer irgendwie antreten müssen, dämonischen Rainer. Das wird einfach für mich die Geschichte weiter zu verfolgen, auf jeden Fall 100%. Na, Bidi, was sagst du?
Oh, ist ein bisschen schwer vorauszusehen, was die als nächstes machen von der Story-mäßig, ne? Wahrscheinlich dann, ich weiß es nicht. Für mich ist es Glasstadt. Wie ich also Rainer, dass Rainer der neue Endboss wird. Mal schauen. Ich denke schon. Weil es gibt dann wieder Hayashi-Dassen, wieder die Karten noch schon wieder neu gemischt. Ja, aber Hayashi ist ja ein normaler Mensch. Du musst ja erstmal gegen Dämon Rainer antreten können. Und das können. Warte, du willst mir erklären, dass Hayashi ein ganz normaler Typ ist? Nein. Ja, ja, ist klar. Er ist ein normaler Mensch, aber kein normaler Typ. Okay, er kann viel mehr, ist klar. Hallo? Und er hat ja auch, er ist untötbar. Ja, okay. Aber er wurde von Akuma besiegt. Und deswegen kann ein Dämon Rainer ihn auch besiegen. Das werden wir sehen. Ja. Und wahrscheinlich. Aber scheinbar schon. Ich gehe davon aus, dass Hayashi, Kazuya und Jin zu dritt gegen Rainer anstinken müssen, damit sie ihn überhaupt besiegen können. Nee. Hast du vergessen, dass Hayashi alleine gegen Devil Kazuya in seiner höchsten Form besiegt hat? Ja, das stimmt, aber nicht gegen Kazuya. Nicht gegen Kazuya. Kazumi. Tekken 2 hat er Kazuya weggebumst. Ja, verloren. Der musste trainieren bis zum Gehen nicht mehr und hat es auch geschafft, den Thron zu holen. Und dann hat 20 Jahre Ruhe gehabt. Das stimmt, aber ein Tekken 8 Kazuya ist nochmal eine ganz andere Liga als Tekken 2 Kazuya. Sehr klar. Da musste schon ein Jin kommen. Schon, ja. Da muss schon ein Jin kommen. Das konnte er erst hier nicht. Und deswegen kann Hayashi das auch nicht in Tekken 9. Ja, Hayashis, also diese Fehde Kazuya gegen Hayashi, da hat Jin einfach nicht das Recht, Hayashi gegen Hayashi zu kämpfen. Hat er einfach nicht. Punkt aus. Jins Gegner war immer Kazuya. Das ist ganz klar. Das war seit Tekken 3. Das war seit Tekken. Ja, aber der ganz klare, das ganz klare Feindbild war Kazuya seit Tekken 4. Für Jin war das klare Feindbild immer Kazuya. Das ist ganz klar. Und Hayashi und Kazuya, die waren immer on clinch. Die hatten einen Kampf in Tekken 5. Aber da war Kazuya, da hatte er andere Interessen. Ach ja. So, die Frage ist, Hayashi ist ja jetzt neu rausgekommen mit echt. Ich schätze mal, der ist jetzt stärker denn je in seiner neuen Kampfkunst-Anzug. Also finde ich stark. Wollen wir mal gucken. Shaolin Tekken. Wollen wir mal gucken. Ja, das ist interessant. Einfach interessant gemacht. Ich mag jetzt solche Styles. Wollen wir mal gucken, was für ein Quatsch die mir bringen. Aber hoffentlich besser als ein Street Fighter 6 mit Beißen, weil das finde ich totaler Quatsch. Das ist richtiger Quatsch. Das mit Beißen ist schon lustig. Das ist dumm. Entschuldigung. Also das ist wirklich mir zu dumm. Das ist einfach ein Scherz, das kann man nicht ernst nehmen. Doch, es ist dumm nur erklärt. Das ist halt so. Es ist halt nicht der Beißen. Erklärung. Es ist nicht der Beißen. So, das ist das Problem. So, es ist ein bisschen schwer, so wie früher, das einfach so zu kaufen, sagen, Tekken ist die Macht, einfach kaufen, ich habe ein gutes Produkt. Das war ab Tekken 6 und Tekken 7 so eine Phase, wo ich sage, ich durfte das spielen. Ja. Ja. Und zwar richtig. Also, Tekken 7 fand ich jetzt auch schwächer als die davor. Tekken 5 war stärker, meiner Meinung nach. Tekken 7 war ein gutes Spiel. Vom Gameplay ist besser als 7 und 6, würde ich sagen. Also, Tekken 8. Also Tekken 7 ist an sich ein sehr gutes Spiel, weil das sehr stark auf Konter legt. Es lebt vom Konter. Ja, also es ist defensiv. Aus meiner Sicht haben die Lay verhunzt und deswegen ist das Spiel verhunzt. Okay, ja. Okay, wenn man so sieht, ja. Und meine Asuka auch. Ja, siehst du, also verhunzt das Spiel. Ja, kann man, wenn man das so sieht. Ja, irgendwelche letzten Worte noch oder habt ihr alles gesagt, was ihr gesagt habt? Big Mamaster, wolltest du noch was sagen, wie es weitergeht mit Tekken 8 oder war das fertig?
Ja, ich habe gemeint, ich weiß nicht, ob ich weiter Tekken 9 einfach so selbstverständlich kaufen werde. Ich bin ein bisschen kritischer mit der Zeit geworden wegen, wie gesagt, Tekken 6 und Tekken 7. Hm. Also, wartest du, bis Gameplay-Videos kommen oder wie? Ja, erstmal muss Tekken 8 ein bisschen bei uns alle wachsen. Ne? Also aber es ist näher Zukunft. Es ist ein bisschen Zukunftssachen halt. Bei das kann Tekken, man, guck mal, das ist klar. Ich meine, das ist klar. Ich meine, wir alle spielen Tekken 8 und wir haben Spaß dran. Also, solange also, Tekken Spaß macht, ich, hatte, macht das. Als ich Tekken 3 schon gespielt habe, da habe ich locker gesagt: Ja, Tekken, zack. 4 und 5 geht klar, hol mir ohne die Wimper zu zucken. Bei Tekken 6 habe ich erstens die PS3 später gekriegt und zweitens wurde ich enttäuscht. Ja, nicht nur du. Nicht nur du. Ja. Die ganze Welt ein bisschen. Gefühlt. Naja, das ging. Es gab viele, Partys. Viele sagen auch, das ist das beste Tekken aller Zeiten. Hm. Bei Tekken 6. Ah. Wegen den Juggle-Kombos oder? Nee, ich wollte nur, da war das erste Tekken waren halt, ne? Das ist das erste Tekken Moment halt, ne? Praktisch. Da kannst du nichts machen. Hey. Ne, kannst du nichts machen, das Tekken 6 ist kein Scheißspiel, ist es nicht das Tekken beste 6 ist ja einfach das. Tekken 6 ist kein gutes Spiel, ja. Ist einfach kein gutes Spiel. Kein gutes Tekken Spiel, aber Videospiel an sich ist es schon in Ordnung. Kann man machen, muss weil man. Weil die haben die Asuka nicht vor uns. Tekken 7. Und Lay auch nicht. Ja, genau, aber das ist auch. Haben es erweitert. Ne? Ach so. Und was mit mir? Mit meiner Shoyu, Alter? Halb fertig? Danke. Danke, Leute. Danke. Die waren Tekken 4 besser. Wo? Shoyu? Tekken 4, ja. Nee. Sie hat da neue Sachen dazu bekommen. Ja, wow. Also besser als Tekken 3. Die 3-4 Sachen. Hast du mal Tekken 5 gespielt? Ja, auch, da haben die auch mehr bekommen, ja. Da war sie krank. Was sie da machen durfte, das darf sie nie wieder. Nie wieder. Egal. Ja, vielleicht bald, naja. Nee, bei Tekken 8 ganz anderer Gameplan. Absolut ja. Ganz anders. Okay, wenn ihr alles gesagt habt, dann würde ich sagen, dann beende ich diese Sprechrunde hier von Fighting Guys Talk Nummer 7 mit Salvation Tenchi und Beat'em'up Master zu 30 Jahre Tekken. Ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt, mit mir diese Fragen durchzugehen. Gerne. Jo. Dann sagt doch Lee, Tekken, was für ein Schwachsinn. Gegen meinen Alex hatte keine Chance. Beziehungsweise meine Lydia hier. Ja, gut. Alles klar. Jetzt geht's ab. Okay. Yep. Okay, dann würde ich sagen, ab zum nächsten Gespräch. Bye, bye. 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 So, meine Damen und Herren, und hier kommen wir jetzt zu einem weiteren Frage-Antwort-Runde. Und zwar ist das hier, wie sitze ich hier jetzt mit John the Bad? John Bad Guy? John the Bad Guy? Mein Gott. John, ja, du bist Bandito da. Bandito Bringer. Ja, der John ist da. Ja, John Kill the Bad Guy. John Kill the Bad Guy. Mein Gott, ich und Namen. Um die Uhrzeit. Die Uhrzeit, Junge. Zeitpunkt der Aufnahme, ey. Wie kann man denn noch so spät unterwegs sein, ey? Das glaube ich. Okay, morgen ist ja Sonntag, Zeitpunkt der Aufnahme, aber for real. For real, Junge. Warum dieser Timing und dieser Mix mal? Naja. Mixer. Egal. So, erste Frage. 30 Jahre Tekken. What do you say? Ja, also mit Tekken kann ich halt nicht so viel anfangen, weil okay, das einzige Fighting, was ich halt jemals verfolgt habe, waren zum einen Street Fighter und The King of Fighters. Mhm. Tekken allerdings habe ich relativ spät verfolgt. Ja, ich habe da hier und da Tekken verfolgt, also gehört, hier und da, aber halt nicht damit angefangen. Ja. Erst mit Tekken 7 war da halt mir bewusst, was Tekken überhaupt ist. Mhm. Und dann
ja, so gegen Weihnachten 2017, 2018, wann war das nochmal? Ich bin mir nicht sicher. Warte, stopp. Weihnachten 2017 habe ich die PlayStation bekommen. Weihnachten 2018 habe ich Tekken 7 bekommen. What the hell? Alter, ich schon wieder, auch mit meiner Aussprache, ne? Gibt's doch nicht. Also, keine Ahnung. Wie nennt man das? Two Idiots, One Discord Call. Ja, genau. Jedenfalls wollte ich nur gucken, was sagst du zu 30 Jahre Tekken? Einfach nur so, was würdest du dazu sagen? Weil du hast quasi schon die erste eigentlich richtige Frage schon in Angriff genommen. Und zwar wäre meine nächste Frage gewesen, wie hast du zu Tekken gefunden, beziehungsweise was waren deine ersten Berührungspunkte? Also wie gesagt, Weihnachten 2018, also normalerweise Weihnachten 2, what the fuck, so ungefähr 2017, 2018, ich weiß nicht wann genau das war, aber auf jeden Fall, da wo Akuma halt für den Base-Roster rauskam, das war noch Faded Retribution, das war bevor den Console-Port. Genau. Und da habe ich das erste Mal über Tekken mitbekommen. Und ja, 2018. Ja, nee, noch 2017 war das, oder? Ich glaube, so 2017. Also 2017, September oder August ist Tekken 7 bei uns in die Heimkonsolen gekommen. Ja. Also, und da kam auch das Trailer für Geese Howard. Oh ja, das war Hype. Ja, das war wirklich Hype und ja, Winter 2018, ja, vor allem habe ich dann nicht als alten, der aus der Fatal Fury Ecke kommt, ich denke so, no shit. Ja, also Winter 2018 habe ich dann angefangen Tekken 7 zu spielen und dann habe ich durch, ja, unbekannte Gegner halt die Verbindung zu euch gefunden und ja, so haben wir uns kennengelernt. Yeah. Das waren meine ersten Berührungspunkte über Tekken 7 und ihr werdet halt nicht überrascht sein, wenn ich sage, meine Mains waren Akuma und Geese. Gerade Geese. Akuma war halt so ein Hin und Her bei Execution, weil du wirst keinen Akuma finden, der halt so eine krasse Execution hat. Weder bei 50-50 noch beim Combo Execution. Das wird den niemals finden. Und sonst guckt ihr die Aufnahmen, die wir mit John damals noch gemacht haben. Oh mein Gott, ich habe mich doch nachgedacht. Ach komm. Ich weiß, wie du so keiner so einen Jump-Kick mit Shoyu gemacht hast. Ich mache einen Mid-Parry. Und dann gebe ich dir so einen 15-Frame-Launch-Polish. Und du so, what? So richtig in Tonhöhe wie Franklin Clinton. Das kann ich nun mal. Okay, nächste Frage oder hast du noch was dazu? Nächste Frage. Was verbindest du oder beziehungsweise was bedeutet für dich Tekken? Ehrlich gesagt, heutzutage finde ich Tekken ist ja das einzige 3D Fighting Game überhaupt im Markt. Klar, wir haben noch Virtual Fighter 5, aber das ist veraltet. Soul Calibur haben wir halt gar nichts mehr von denen gehört. Also von diesem Modern Market ist von meiner Sicht her Tekken das einzige 3D Fighting Game überhaupt. Okay. Noch was dazu oder? Nee. Also wie gesagt, von all den Fighting Games, die ich momentan spiele, ne, da, also ich zähle halt nicht die Fighting Games, die ich halt nicht spiele. Ist vollkommen. Ist KOF. Also KOF und Tekken sind halt bei mir unterm Radar. Weil ich mich eher auf Street Fighter und Guilty Gear konzentriere. Ja, Street Fighter, weil Jimmy, der beste Ryu Deutschlands.
Und Guilty Gear, ich habe es mehrmals gesagt und ich werde es auch immer sagen, ich wurde gecoacht. Ja, damit selbst noch ein Iron Hell das verstehen wird. Ja. Du hörst es wahrscheinlich, ne? Ne? Ich sag dir, wenn du dich über eine krasse Combo aufgeilen willst, was halt eine normale Combo ist, Junge, das muss man können. Das muss man können. Tja. Definitiv. Definitiv. So. Und ich glaube, das ist jetzt, glaube ich, die unspannendste Frage für dich, aber vielleicht, welcher Teil hat dir am besten gefallen und warum? Aber kannst du jetzt... Das kann ich dir leider nicht beeantworten, weil ich bisher nur 7 und 8 gespielt habe. Mhm. Aber du kannst ja spezifisch über 7 spielen, was dir so dran gefallen hat. Also wobei, ich habe bis in 5 gespielt, weil Raphael dieses Dark Resurrection hat. Oh, okay, ja. Oder nee, Tekken 5 Online, ich weiß nicht, was für ein... Das ist ja Tekken 5 Dark Resurrection Online, ja. Ja, der hat ja immer noch ein PS3, ich weiß nicht, ob er es überhaupt nutzt. Das ist die beste Version von Tekken 5, ja. Ja, und der hat es hochgefahren und wir haben das halt ein bisschen gespielt. Ja. Nur ein paar Runden, das war's. Mhm. Ja, jetzt wieder zu der Frage, was mir an Tekken 7 gefallen hat. Combo Executions. Mhm. Ja, Combo Executions und das Neutral Game. Klar, Sidesteps waren halt immer noch inconsistent. Mhm. Weil du halt vorhersehen musstest, was der Gegner macht. Ich habe dann halt die meisten Plus Moves von Raphaels Lars da halt evaded. Mhm. Und das hat dann halt sich immer so geil angefühlt. Und wenn ich halt ein Combo gemacht habe, das fühlt sich so rewarding an. Ne? Ja. Ich mache dann halt entweder so eine Oki-Combo oder ja, so eine High-Damage-Combo, was ich bei Raphael immer noch vermisse. Mhm. Weil ich kann mich noch erinnern, ich, Raphael und Taishuda, wir waren gemeinsam in einem Lobby. Ich als Geese hatte gegen Taishudas Armor King gespielt. Und Ich habe Taishudas HP-Balken so hart rasiert und Taishuda hatte gesagt, ja, Raphael, solche Kombos würde ich auch gerne bei dir sehen. Ja, aber es ist ein geiles Gefühl anscheinend. Ja, ich verstehe vollkommen den Appeal von Tekken 7. Nicht umsonst ist ja bei mir auf Platz 3. Ja. Ist ein gutes Game, definitiv. Ja, weil gerade ist mir da halt Jin Kazama sehr im Auge gekommen, weil es gibt so einen es gibt einen arabischen Spieler namens Devilster. Mhm. Devilster ist ein geborener Jin-Man. Ja, okay, der kann noch andere Mishima spielen. Nur der ist von vielen Leuten gesagt der optimalste Jin der Welt, weil in Tekken 7 der war in gewissen Mini-Turnieren dabei und der hat seine Executions gezeigt, diese Rebound-Kombos und die Leute sind alle ausgerastet. Ja? Also gerade wenn er seine Kombos macht, das ist so geil. Ja. Ich habe bestimmt davon welche gesehen, ja. Ja, der lässt sich absichtlich in Rage fallen, nur damit der so einen Comeback-Rage-Drive-Kombos macht. Und hier ist der nächste Unterpunkt. Rage Drive. Also das, was ich seit Tekken 8 vermisse, ist Rage Drives. Hm. Weil Rage Drives stören halt den Flow des Spiels nicht. Ja. Und sind halt meistens entweder Launcher. Combo Tools, also Combo Launcher, Combo Extender, Combo Ender. Oder es ist einfach ein erweitertes Pressure Tool, was halt ein ganz normaler Move ist. Das ist kein Invincible Move, das ist kein Armor Move, das ist ein Normal Move. Mhm. Ja. Und du hast einfach einen Mixer for free bekommen. Ja. Das sind, also man kann die EX, man kann sie wie so EX-Angriffe nennen. Ja. Ja. Kann man. Tekken, also wie gesagt, was ich zu Tekken 7 sagen könnte, das ist ja bei den anderen nicht so ein Thema gewesen. Also ich habe meinen Spaß dran gehabt, mein erster, du kennst ja meine Geschichte mit Kazuya. Ja,
dass er so ein Movement-Nerf bekommen hat, da dachte ich so, okay. Also das ist nicht so. Leo war dann auch so ein little bit enttäuschend, weil Movement war auch genervt. Ich so, why? 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 Ja. Gott sei Dank ist es bei 8 nicht mehr so. Ja, und dann habe ich mich bei Xiaoyu angehangelt, aber so richtig reingefunden in Tekken 7 habe ich dann lange, lange Zeit nicht. Dann habe ich eher so querbeet gespielt. Und tatsächlich, Tekken 7 hat dann einen Charakter vorgebracht, wo ich mir dachte, nie im Leben, dass ein neuer Charakter mich so begeistert. Das ist Polish Prime Minister. Ja. Hätte ich niemals gedacht. Naja, und wir haben uns auch dort getroffen. Ne? Also unter anderem ist Tekken 7 auch ein schönes Spiel. Ja, und ich weiß nicht, ob es bei deinen Fragen sind. Wenn nicht, dann füge ich es noch hinzu. Und zwar, es geht um meine Issues mit Tekken und warum das halt unterm Radar geblieben ist. Ah, das wäre so quasi die nächste Frage, die dir, da könntest du das reinbringen. Und zwar, wie hoch steht Tekken in deinem Ansehen? Also wie hoch, ich meine, ich glaube, das ist gut verständlich, da kannst du ja zum Beispiel deine Punkte anbringen. Also wie steht, in welchem Status steht bei dir Tekken? Als Kampfspielmarke, generell. Ja, wenn ich es im IGN beurteilen sollte, dann wäre Tekken generell für mich ein 4,5 von 10. Okay. Ja. Okay. Denn jetzt kommen wir also zu den Issues, was ich halt bei meinem I Hate Tekken Video halt gepostet habe. Ne? Gott, dieser Clickbait-Name, ey, wie ich es gesagt habe, ne? dieser Name ist so ein Clickbait, sodass ich halt 3000 Leute halt. Link in der Beschreibung, ne? Link in der Beschreibung. Ja, und ich weiß nicht, ob dann mein zweiter Video draußen ist, aber ist ja noch in Produktion, also keine Ahnung. Updates ist ja halt immer available. Zurück zum Punkt. Ja, zum einen kein Crossplay, okay, das ist aber auch nicht Bandai Namco schuld oder das Team Tekken schuld, weil ne, Crossplay war ja damals noch unvorstellbar. Ist auch nicht leicht. Absolut nicht leicht. Oh, Entschuldigung. Ja, und ja, ich nehme an, du genießt hier richtig, während ich gerade auf Batman warte. Anyway, Punkt Nummer 2. Und ich werde das Wort für Wort wiedergeben. PlayStation 4 Players, ja, damals noch PlayStation 4, bevor ich PS5 und dann ein eigenes PC hatte. PlayStation 4 Players are being ass. Ja. Definitiv. Du siehst da entweder Win-Quitters, Rage-Quitters oder Leute, die richtig Pussy sind. Ja, generell, das Problem ist auch mit der Community von Tekken, die sind nicht die friendliesten. Ich meine, du hast ja diesen Video kommentiert, ne? Ich habe ja dieses Video gepostet. Ich glaube, du tust es auch in die Beschreibung rein. Why I hate Tekken ranked on PS4, ne? Da hast du ja reingeschrieben, kein Sportgeist. Ja. Also for real, dieser Law, ich kann mich hier wirklich noch erinnern, das war ein Law. Ja. Der hat auch Schema gespielt, schlimmer als Raphael. Und der hat auch Unblockables on Neutral benutzt, wo ich dann halt vergeblich versucht habe zu KBD, ne? KBD kennen wir alle. Ja, ich habe mich null beschwert, ich war in Rage und ja, hab dann halt meinen einen EX-Balken benutzt, um halt ne, 70% abzuziehen, als er dann einfach so ein YOLO Low Wake Up Attack gemacht hat, ne, kennt man ja alle, habe ich dann so einen Jumpkick gemacht into Rage Art und dann hat er das Kabel gezogen. Ja, weil der verzweifelt war. Ganz einfach. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ne? Und
Selbst Li Chao-Lan-Spieler sind halt nicht so respektlos. Nee. Ne? Weil ich habe gegen einen Li Chao-Lan-Spieler einen 80% Kupo gemacht, was ihn auch getötet hat. Ihm hat es nicht aufgeregt. Das war sogar einer meiner Pro-Momente, so war ich. Ja, also ja, und ich habe dann den Rest des Lebenszyklus von Tekken 7 nur noch auf Windquitters getroffen. Nur noch auf Windquitters. Ja, ich habe da halt wenig Spielpraxis, wenig Enjoyment. Ja, da darf auch selbst ein Raphael sich nicht beschweren, wenn ich halt so scheiße spiele, weil ich halt das Spiel kaum gespielt habe. Ne? Tekken is being ass. Und deswegen habe ich mich dann eher auf Street Fighter umgestiegen. Ne, verständlich. Und Street Fighter 5 immer noch diesen beschissenen Netcode hatte. Ne? Wir erinnern uns. Ja. Kann halt gültiges Strife raus und ich dachte mir so, geil, das nenne ich mal ein geiles Game. Also, meine subjektive Meinung. Ja, ihr könnt ja meine Videos angucken zu Gilding Strife. Ich glaube, eine davon war I Love My Coach. Ja. Diese geht raus an Coach Typhoon. Ne, Typhoon the Wolf, der auch ein bisschen Turniere moderiert hat. Ey, ich vermisse die Zeiten, wo du halt Bock hattest, Strife zu spielen. Ey. Ja, ganz ehrlich, der soll noch mal so ein lokales Turnier machen. Also, wenn er die Zeit findet. Der ist ja Familienvater. Ja. Naja. Und okay, das hört sich ziemlich an, als wäre Tekken nicht so hoch in deinem Ansehen. Nee, schon gar nicht, wenn halt meine Meinung zu Tekken halt nicht respektiert wird. Ja, viele sagen halt, ja, Tekken war von Grund aus ein Button-Mash-lastigen Fighting Game, was ich übrigens nicht glauben möchte. Nee. Weil Button-Mashing ist so eine Sache, wo ich mir denke, ey, das hat bei einem gewissen Level nichts zu suchen. Weil ich habe letztens so einen Far Cry 3 Clip gesehen. Ich glaube, ich kenne das alle. Did I tell you what the definition of insanity is? Ja. Weil das also die Definition von Wahnsinn ist, das Gleiche immer und immer und immer und immer und immer und immer zu wiederholen. Ne? Und jetzt kommen wir zu diesen Frame-Adventures-Stop wieder her. Ne? Du wiederholst den gleichen Zyklus. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Okay, man könnte man sagen, das machen wir jedenfalls in Game. Zum einen kann man das bei Street Fighter 16 halt nicht sagen, weil du halt, keine Ahnung, mehr als 5 Wege hast, den Gegner zu öffnen. Und bei Guilty Gear Strive ist halt der Punkt, also sobald es trifft, dann macht man halt diese Option, bis es dann halt nicht mehr klappt. Ja. Ne? Weil bei Guilty Gear hast du, lass mich lügen, mit Roman Cancel und Wild Assault, keine Ahnung, mehr als 50 Optionen, dann Gegner zu öffnen. Das ist unfassbar. Ja, da zählen auch 50-50 dazu, weil Overhead halt gefährlich ist. Ja. Und dann noch Low, Strike-Throw-Mixer. Und Safe Jumps, ne? Es gibt sehr viele Setups für Safe Jumps, ne? Gerade Space Sweep oder halt Corner Throw. Da kannst du 100% garantiert einen Safe Jump landen. Jedoch bei Tekken, zum einen sind die Normal Attack Frames halt deutlich langsamer als alle anderen Games. Ich weiß halt nicht auf den Rest, weil ich bin halt eher mit Games aufgewachsen, die halt ein 3-Frame-Starters haben. Ne? Ja, okay. I.E. Street Fighter. Ja, aber du musst ja bedenken, eine 2D-Animation, das braucht auch ziemlich viel, ja, bis das rauskommt. Und dann kommt noch halt Mortal Kombat 11, was einen 7-Frame-Starter hat. Und ich denke mir,
Also sobald halt Frame Advantage im Vordergrund steht und das halt nur in den Gameplan ist, dann macht es halt überhaupt keinen Spaß. Ja, weil das habe ich selbst bei Nemesis gesehen. Also der arabische Pro-Player. Der hatte ein Video rausgebracht letztens namens Warum wird Paul bei Tournaments nie gepickt? Nie. Hm. Zum einen hat der Moves ersetzt bekommen von, also vom Transition vom 7 zu 8. Was halt ja vom Tracking her ass ist. Und zum anderen hat er die schlechtesten Heat Engages überhaupt. Ja. Also Death Fist ist ein ikonischer Move, aber ey, das ist nicht der beste Move für Paul, das ist nicht der beste Move. Ja. Also man könnte mal sagen, seine Stance Moves sind die besten Moves, aber halt nicht Death Fist. Ja. Weder das normale oder das Backsway 2. Das ist auch ein Heat Engage. Beide sind schlechte Heat Engage Moves. Der hat nur zwei gute Moves für Heat Engage. Das ist meine 4-2, was Homing Attack ist. Aber du, das ist ein Heim. Ja, heißt einmal ducken und ja, schon kannst du Feierabend machen. Mhm. Dann haben wir, keine Ahnung, ich glaube Downforward 4, ich habe Paul nicht gespielt, auf jeden Fall nur einen Right Kick Move. Das hat zwar, also dieses Move ist zwar decent, aber es gibt ein Problem. Der Move ist zu langsam. Der ist zu langsam. Ja, und da kann sein Heat Smash ja auch nicht viel helfen, weil es maximal nur plus 2 am Block gibt. Also plus 2 am Hit ist. Ne? Und ja, also und jetzt kommen wir zum größten Problem. Ja, jeder regte sich über Paul's Damage mit ihm auf und jetzt wurde jeder zu Paul. Mhm. Ein Brian wurde zu Paul, ein Dragunov wurde zu Paul, ein Kazuya, okay, Kazuya hat Perfect Electric. Also wirklich, wortwörtlich, jeder wurde zu Paul und hat mit Heat und das ohne Rage Art so ein 70% Schadenpotenzial. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum man sagt, ey, das Heat System ist flawed from a beginner level und vom intermediate level, weil das kann nicht sein, dass jeder sich beschwert und dann halt jeder wirklich wortwörtlich zu Paul wird. Ja, Paul ist wirklich in eine Identitätskrise gelandet. Ja. Ja, ja, weil der quasi von jeder einzelnen Charakter ersetzt wurde. Gerade Brian. Mhm. Ja, du möchtest nicht wissen, wie oft ich Brian-Kombos auf YouTube gesehen habe. Das glaube ich dir. Ja, so oft. Ja, also auf jeden Fall, ja, bevor du dich noch zu sehr verrennst und vertiefst, jedenfalls Tekken nicht so hoch in der Ansehne. Gehen wir doch zur nächsten Frage, mit der positiven Frage. Von wem bist du ein Fan, beziehungsweise vergötterst du und warum? Ich muss leider sagen, ich vergötter leider keinem im Tekken Universe. Mhm. Aber Fan? Bin ich jetzt auch nicht. Ich bin eher Fan von Spieler X und Spieler Y. Ne? Mhm. Devilster, Nie, JDCR. Ne? Solche Leute mag ich halt. Oder for fuck's sake, I'm your father. Ne? Mhm. Also der ist wortwörtlich mein Lieblings-Tekken-Spieler. Ne? I hate Tekken. Ja. Also eher E-Sportler als tatsächliche Charaktere. Ja, ich meine, wenn ich schon im Chat schreibe, very, very high, dann sagt er mir auch, very, very high.
Ja, und ja, also ich würde dann eher an mir vorne gucken, anstatt mir, keine Ahnung, irgendwelche Character Loss anzugucken. Das ist keine Ahnung. Okay. Jin ist cool, Kazuya ist iconic, aber boy, Alter, ich hab die halt nie vergöttert. Ne? Weil zum einen ich die Tekken-Charaktere auch nicht sehr, sehr besonders finde. Und zum anderen, weil ich eh Soul fucking Bad Guy hab. Ja, okay, das ist ein gutes Argument. Aber zumindest, dass du irgendwelche Charaktere cool findest. Das ist doch zumindest was. Ja. Okay. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder zu einer negativen Frage. Weil es geht um Tekken 8, denn wie findest du Tekken 8 bisher, also zur Zeitpunkt der Aufnahme ist es 8 Monate alt, als Produkt zum 30. Jubiläum? Schwierig. Zum einen habe ich ja mit Tekken nicht viel auseinandergesetzt und zum anderen, ja, Tekken 8 als Produkt. Ich denke, meiner Meinung nach ist Tekken 8 ist momentan nicht in diesem Punkt angekommen, wo er sein möchte, weil okay, Season 1 ja jedes Mal ein Problem ist. Zum anderen, wie auch Taishuda es gesagt hat, und ich werde auch seiner Meinung vertreten, weil es auch meine ist. Tekken 8 ist wahrscheinlich einer der anfängerunfreundlichsten Spiele überhaupt. Stimme ich zu? Ja, weil das Spiel einfach so ein Get Easy Rank, Get Easy Wins mit diesen Strategien und also Tekken 8 ist literally the definition of insanity. Und so als, ja, zum 30. Jubiläum, so als Produkt, so mit diesem Spiel zeigen, feiern wir unsere Marke. Wie siehst du das? Oder würdest du eher sagen, ich warte noch, wie Tekken 8 sich entwickelt? Ja, ich würde noch warten. Okay. Zum einen, Harada auch gesagt hat, dass Tekken ein Jahrzehnt aushalten soll. Also wer weiß, vielleicht bei 35. Jubiläum würde sich wieder meine Meinung ändern. Aber bis dahin sage ich, schwierig. Schwierig. Okay. Dann kommen wir zu einer Frage. Ich weiß nicht, wie die sein wird, aber ich denke mal, das wird schon lehrreich sein. So, die vorletzte Frage wäre, was wünschst du dir für die Reihe und in Zukunft und wirst du es weiter verfolgen? Zum einen werde ich die Tekken 8 gerade passiv weiterverfolgen. Gerade weil ich halt so Spieler wie Devilster und Nemesis halt sehe und I'm Your Father nur noch Tekken streamt. Zum anderen wünsche ich ich habe halt nichts zu bemängeln von Balance Patches, weil keine Ahnung, diese ganzen Issues ich halt noch nie gesehen habe, weil halt jeder auf Schema spielt. Also ich würde halt sagen, das Game soll bitte nicht so ein jemand hat bevorzugtes Zug und gerade wenn halt ein Gegner unter Pressure sein sollte, dass er halt bitte die Hände stillhält. Weil ich möchte nicht wissen, wie oft ich gewisse Sachen gesehen habe wie Why would you minus 17 hop kick? Ja. Ja, das was ich auch in der Gruppe gesendet habe. So dumm. Ja, du bist minus 17, macht einen Hopkick. Also laut Brawl Pro, der Opfer dieser Situation, sagte, außer du bist ein Yoshi-Spieler, weil mal jeder halt dieses Flash-Move macht. Ja. Aber, dude, minus 17. Ja, minus 17, du musst deine Hände stillhalten. Hm. Ja, also
Also keine Ahnung. Ich wünsch mir, Tekken wäre halt ja zum einen mehr anfängerfreundlicher und zum anderen nicht so, keine Ahnung. Ich möchte nur ungern sagen, repulsive für Veteranen. Hm. Ja, das Problem ist, Tekken hat nie gut etwas beigebracht. Das haben die nie. Das tun die ja heute auch noch nicht. Die gehen davon aus, dass du 10.000 Jahre lang Tekken 5 gespielt hast und von dort aus auch die Knowledge hast. Ne? Ich glaube, das Problem teilt es auch ein bisschen mit King of Fighters 15. Es ist ein wahnsinniges Legacy-Skillspiel. Ne? Wenn du Ahnung von Tekken hast, dann hast du eine viel kleinere Hürde, mit den ganzen Mechanics klarzukommen und dann halt ne, den Knowledge-Check, was das Spiel und das neue Reglement da gibt, dann kannst du dich viel mehr auf das konzentrieren. Als neuer Spieler, der mit Heat um die Ohren geworfen wird und dann erstmal, ich meine, die Charaktere sich anders spielen als zum Beispiel jemand, der damals Tekken 3, Tekken 5 oder ältere Tekken-Titel gespielt hat und lange Zeit nicht, und fest die Charaktere an und die spielen sich komplett anders, weil es ist eine andere Evolution. Also, ja. Aber ich meine, welches Namco-Kampfspiel war schon anfängerfreundlich? Also Soul Calibur ist es auch nicht unbedingt. Ja, wobei Soul Calibur habe ich ja auch nicht gespielt. Also Soul Calibur ist auch schon, ne, da spielt nicht sogar nur die Range und die welche Vertikale, von der du getroffen wirst und so weiter und so fort, sondern auch die Umgebung spielt da noch eine Rolle. Ja. Ja, du kannst ja auch leicht geringout werden oder das gibt dir Combo Potential or whatever. Ja. Ja, du kannst auch seit Teil 4 kannst du ja Rüstung verlieren, beziehungsweise wenn einer dir mehrmals ans Schienbein knallt und da ist deine Rüstung kaputt, dann kriegst du halt mehr Schaden. Das sind so viele Faktoren, das ist auch crazy. Ja, also ja, 3D-Kampfspiele, es gibt nur ein 3D-Kampfspiel, was bisher sich wirklich gut erklärt und beziehungsweise ein mega gutes Tutorial hatte, und das war Virtua Fighter 4 Evolution. Das gilt ja bis heute als eines der besten Kampfspiel-Tutorials ever. Und das hat es selbst Virtua Fighter 5 nicht so richtig gemacht. Klar, Virtua Fighter hat ein gutes Leitfaden-Tutorial, wie die gewisse Sachen funktionieren, aber die Grundlagen, also du wirst jetzt nicht unbedingt Virtua Fighter-Fan, wenn du dich da jetzt ein bisschen reinkniest und arbeitest. Ne? Weil Virtua Fighter ist halt eine Simulation. Das ist kein Spiel, das ist tatsächlich eine Kampfsimulation, so will das auch genannt werden. Und Tekken ist halt getrimmt auf Action mittlerweile. Also jetzt nicht die Action wie damals Bloody War, ne? Wo Bloody War simpler natürlich gestrickt war. Aber ja, also ich kann es ein bisschen schwer beurteilen, ob wie anfängerfreundlich jetzt Tekken 8 ist, aber Tekken 8 ist so mechanikbeladen wie noch nie. Oder meinst du nicht, John? Ja, wie gesagt, ich kann es halt schlecht beurteilen, weil ich halt nur die 7 gespielt habe. Naja, also ich meine ja, dass Tekken 8 so mechanikbeladen ist wie kein Tekken zuvor, weil hallo, du hast Rage, du hast Heat, du kannst Leben wieder regenerieren, was damals im Tag Tournament eine Mechanik war. Du hast Power Crushes, die ein essentieller Teil des Dings ist. Ne, in Tekken 7, das war ein Gimmick. Das hast du mal benutzt, aber noch nicht immer. Ne, du hast Guard Breaks bei gewissen Charakteren, die auch ein Teil sind. Also das kommt so alles zusammen. Ne? Du hast Low Parries, die sind essentiell, die dir Combo Potential geben. Da denkst du dir nie aus. Ja. Und wenn du das alles so ein Newbie zeigst, klar, wenn du Knöpfe drückt, klar, ein Namco-Spiel, da passiert was. Und da sagen die Leute, ja, da habe ich Spaß mit. Ne?
Aber beibringen tut Tekken definitiv nicht seit Jahren. Also da ist selbst auch kein anderes Kampfspiel jetzt so gut. Also klar, Guilty Gear Strive könnte man jetzt vorne nehmen. Die Mortal Kombat Spiele tun auch ganz schön viel. Street Fighter 6, ein bisschen schwierig. Da muss man schon Bock haben, sich in die Leitfäden reinzuknien, aber Tekken ist so, da muss man Bock schon haben, ne? Das muss schon einziehen, ne? Und wie schon ein gewisser, ich weiß nicht mehr, welcher Tekken-Spieler das war, aber auf jeden Fall hat er gesagt, um einen Tekken-Charakter zu meistern, dauert so lange, wie das Spiel existiert, also der Teil. Du bist nie fertig. Never. Ne. Ja, okay. Dann noch zur letzten Frage. Also das ist halt eine so eine Bonusfrage. Irgendwelche letzten Worte, John? Nochmal? Irgendwelche letzten Worte? I hate Tekken. Wirklich? Das war's? I hate Tekken. Ja. Bin ja noch in Produktion für mein zweites I hate Tekken Video. Mhm. Daher, meine lieben Freunde, schön auf John Kyo The Bad Guys Kanal gehen. Und ja, ich denke mal, das wär's dann. Du hast nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Tekken abgehakt, das andere Thema. Ja, dann fange ich dann gleich die nächste Aufnahme an. What? Keine Ahnung. Achso. Du hast mittendrin Cut-Offs. Achso. Ja. Kann ich ja machen. Also auf jeden Fall, ich danke also für die Aufnahme des Teils. Naja, ich werde das ja in Timecodes hier machen. Für die Leute, die jetzt dann gleich entweder zur nächsten Aufnahme gehen oder so, jedenfalls würde ich schon mal sagen, danke John für die Aufnahme, für deine Zeit und jedenfalls für die Fragen für Tekken. Ja. So, hallo und herzlich willkommen zur letzten Aufnahme bzw. Fragerunde zu dem 30 Jahre Tekken Podcast. Und ich habe hier einen guten alten Freund, Sparringspartner hier rangeholt, wo ich mir dachte, ey, seine Expertise zu Tekken ist doch bestimmt, da hat er bestimmt auch was erlebt. Und das ist der gute Franksen hier. Ja. Sag mal hallo. Ja, Hallöchen. Hallöchen. Ja, besser bekannt unter Cactus Fighter, also Franksen und ich, wir kennen uns aus Street Fighter 5 Zeiten. Aber was Tekken angeht, das werden wir ja gleich erfahren. Ja. Und dann gleich. Allererste Frage ist, 30 Jahre Tekken. Was sagst du? Was schwert dir da so im Kopf? Ja, Respekt. Also hat ein als Game damals hier bei der PlayStation mitbegrüßt. Also du konntest dich entweder entscheiden für Street Fighter, für Tekken. Mhm. Und ja, gerade dieses 3D-Thema war halt die Neuerung. Weil 2D Street Fighter kannte man von früheren schon und schon mal einen Reiz gemacht. Ja. Und so generell 30 Jahre Tekken, also was sagst du nur, wenn du das hörst? Sagst du herzlichen Glückwunsch, Respekt oder so meinte ich das eher? Ja, kann sicherlich Respekt sein. Tekken gehört wie Street Fighter zu einer der langen Serien, die seit Anbeginn da ist. Also wenn ein neues Street Fighter rauskommt, muss auch noch Tekken mit rauskommen. Also das sind eigentlich die Games, wo du das sagen kannst, die sind übrig geblieben. Andere hatten mal stellenweise nur Momentaufnahmen, wo sie dann stellenweise wieder verschwunden war.
oder halt nur auf einer Kunden bekam. Aber der war bis jetzt immer dabei. Oder ja. Vielmehr auch Tekken halt. Also, ja. Ja, Tekken ist dieser eine konstante 3D-Fighter, der es überlebt hat. Und nicht umsonst ist es ja heutzutage da. So, dann kommen wir zu der richtigen ersten Frage. Und zwar, meine erste Frage ist, wie hast du zu Tekken gefunden, beziehungsweise was waren deine ersten Berührungen? Ja, also ich muss so leider zugeben, oder was heißt, ich muss einfach zugeben, dass ich eigentlich nie der großartigste Spieler war. Das kam jetzt mit den späteren Teilen. Und Tekken war eigentlich, was mich im Mediamarkt mal begleitet hat. Also ich bin zum Kaufen in den Mediamarkt gefahren, nach Schweinfurt. Das ist ungefähr eine halbe Stunde von mir entfernt. Und ja, da hat man es einfach, weil man keine Erfahrung mit 3D hatte, wie Tekken, war damals der allererste 3D-Fighter. Du hast es mal an einer Konsole, die im Laden stand, ausprobiert. Und mal geguckt, wie du die schlägst. Und ich muss zugeben, ich konnte lange Zeit damit anfangen. Ach, hier, dass jedes Knöpfchen von ihr Knöpfchen extrem ist. Ja, ist viel später oder viel mehr. Dichtig hier erfahren. Und ja. Okay. Also damit habe ich eigentlich nie großartig Berührung gehabt. Wie gesagt, ich muss auch hier das allererste Tekken, was mir da damals regulär gekauft war, wirklich für die PlayStation 2 das Launch Game Tekken Tag Tournament. Und an klassischen Tekken Spielen Tekken 3 war das allererste. Das ist doch gut, ja. Tekken 3 war echt mein allererstes Tekken. Ah, okay. Und erst jetzt, viel später, mit Teil 8 auf der aktuellen PlayStation 5, habe ich meine Retro-Sammlung einfach vollständig, weil die mal zugehört. Ja, das also Tekken 3, Tekken Tag Tournament, ja, da sind so ziemlich viele mit eingestiegen, ja. Und ja, okay, dann gehen wir zur nächsten Frage, die gleich das andere mit einbeschließt. Und zwar, was verbindest du mit Tekken, beziehungsweise was bedeutet für dich Tekken? Oh, das ist schwer. Es sagt, ich würde sagen, genauso wie Street Fighter Kindheit, bin halt groß geworden. Mit jeder Konsole kam ein neues Tekken, kam ein neues Street Fighter. Ja, und ist dann irgendwie erwachsen geworden. Okay. Und das Spiel ist dann halt auch damit gereift. Besser geworden, grafischer, weiterentwickelt, mehr Charaktere und ja, dann irgendwann ein bisschen. War ziemlich beeindruckt, kann mich noch erinnern, hier, ein großer John-Fan, und dann gab es Lei Wulong, der ja ein John ist, ja, geil, kannst du Jackie Chan spielen. Ja, das war ziemlich großer Appeal an Lei Wulong, definitiv, ja. Okay, so, nur so nebenbei, also ich habe mir bei der Frage gedacht, so, was verbinde ich mit Tekken? Ich verbinde allgemein Tekken immer so, da kommen die Freunde zusammen. Also ich habe ehrlich gesagt Tekken nie alleine gespielt. Nie. Ah. Okay. Ich habe Tekken tatsächlich immer mit jemandem gespielt. Also nie alleine. Nie. Also Tekken war nie mein erster Gedanke, okay, wenn ich alleine irgendwie Fighter gespielt habe oder so. Das war wirklich so damals in meinem Freundeskreis. Also ne, Tag Tournament, das haben alle gespielt. Tekken 3, das war für mich das Videotheken-Tekken. Das habe ich jedes Mal aus der Videothek für übers Wochenende ausgeliehen. Tekken 2 war ja meine erste Berufung. Das habe ich ja bei einem damaligen Konfirmanten Bekannten gesehen. Und dann haben wir immer nach dem Konfirmationsunterricht Tekken 2 gespielt.
Und Tekken 1, das habe ich irgendwann geschenkt bekommen, aber das habe ich doch alleine gespielt und einfach nur so mal aus Interesse halber. Also Tekken 1 habe ich nie wirklich, aber so die anderen Tekken nie alleine gespielt. Ne? Also so Tekken bedeutet okay. für mich, da kommen die Freunde. Nö, also das. Okay. Ah, okay. Ah, nee, also. Mein. Ja. Und dann mit Super Nintendo damals zum Beispiel, Bruder hat mir einen Kumpel Super Nintendo mitgebracht. Und er hat einfach, also dieser Kumpel hat Street Fighter dazu gebackt und ja, du hast dich damit mal wen beschäftigt. Aber so mit Freunden spielen war ja eigentlich, also war bei mir nett, deswegen kann ich dem, ja, einfach so nett bei mir. Hm. Ja. Na, irgendwann mal wurde hier mein Super Nintendo gekauft und das, was da mit dem Bruder halt zusammengespielt, das war dann mal hier Mario. Super Mario. Hm. Ja, klar. Irgendwann mal das erste Spider gekönnt. Ja. Na klar, bei Nintendo, da kommen alle zusammen. Da. Aber ich meine, ich kann mich auch erinnern, damals bei den Großhandelskaufhäusern, wo auch die Elektronik, also Videospielabteilung groß war, die Anspielstation um die Zeit, wo die PS2 rauskam, du hast immer Kinder oder Jugendliche gesehen, die Tekken Tag Tournament gespielt haben, an der Station, an der PS2. Das war verrückt, das war richtig verrückt. Mhm. Ne? Die haben ja, das gespielt, die Blöde. Das ist, war Wahnsinn. Ja, so kann man seine Konsole auch verkaufen. Ist, okay, ist ja also die DK, also jetzt wo ich mich so weiter erinnern, kann ich jetzt sagen, hier, ja, beim Mediamarkt habe ich dann halt andere Leuten gespielt hier, unter anderem auch Tekken, das stimmt. Ja, das war verrückt, wirklich. Also, ich meine, nicht umsonst ist Tekken Tag Tournament auf der PS2 mit Soul Calibur auf der Dreamcast eines der erfolgreichsten Launch Fighting Games aller Zeiten. Das, ich meine, für mich ist auch Tekken Tag Tournament höher angelegt als Tekken 3. Ich meine, Tekken 3 hat den Namen erstmal so gefestigt. Ne? Für mich, also ich habe ja Tekken durch Tekken 2 kennengelernt und für mich war das so, okay, das ist ein 3D-Prügler, alles klar. Und dann so Tekken 3 so, oh, das spielt ja wirklich jeder, oh, okay, was ist hier passiert? Und dann kommt Tekken Tag Tournament und da hat es gefestigt, also für mich so gefestigt, so, jo, Tekken, das ist Tekken, okay, hallo. Ja, kann ich auch so bestätigen, ja. Mhm. So, dann zu der nächsten Frage. Welcher Teil hat dir gefallen und warum? Oh je. Oh je. Hast du da keinen? Du musst jetzt mal stark in dich gehen. Ne? Ja, ich muss da echt stark hingehen. Ansonsten kann ich echt sagen, obwohl ich mich beschäftigt kann, ist die 7. Alles andere habe ich immer ein bisschen kurz gespielt. Mhm. Aber ist voll legitim. Die 7, das war, wo ich dann über PlayStation Party, dich die und noch ein paar andere Leute. Mhm. Den einfach tierisch Spaß macht zu zocken und ja. Das war halt dann Tekken 7 und dann haben wir sicherlich auch ein paar andere Teile noch gespielt. Hm. Da mehr Sammler sind und doch das eine oder andere da haben. Hm. Und die haben alle ihren super Reiz, die Spiele. Also ich habe mal schon gemerkt, dass Tekken Tag Tournament. Verrückt, Dages dabei? Ja. Entschuldigung. Aber ich habe gemerkt, du warst ja mal bei mir zu Besuch, wo wir Tekken Tag Tournament gespielt haben, dass das so gar nicht deins ist. Ja. Da hast du mich nur gefragt, sag mal, hast du alle gespielt? So, nein, ich habe so viel gespielt. Ja, man merkt halt den deutlichen Unterschied bei dem einen Tekken mehr einen begleitet und den anderen halt etwas weniger. Ja. Und was du denn vorher zu sagen hast, du es immer mal gespielt und ich habe halt gespielt, was halt gerade da war.
Und wenn halt irgendein anderes Spiel da, Action Adventure, rausgekommen ist, dann war die Mach mehr oder weniger erledigt. Du bist ja auch ein DOA-Fan. Ne? Oh ja. Ja, das war sonst eher dein 3D-Kampfspiel, wo du gesagt hast, ja, da gehe ich mit. Ja. Ne? Ich mein, kann man vollkommen verstehen, weil erstens, ja. Wenn... DOA meint. Ja, also ich meine, wenn eins richtig auf Action und Speed ausgelegt war, dann war es DOA. Da konnte keiner was DOA nachmachen. Das ist richtig. Ja, nee, Teil 7 vollkommen legitim. Also ich finde auch Teil 7 ist ja bei mir auch auf Platz 3, weil erstens, ich verbinde ja die Zeit auch mit dir und mit anderen. Und Teil 7 ist wieder so ein Teil gewesen, das ist ja gerade nach Tech Tournament 2 gekommen, wo, ja, Teil 6 ist ein sehr diskutabler Teil, aber da, wo viele, beziehungsweise in der Runde oder in meiner Wahrnehmung, wie ich gesagt habe, Teil 6, ja, das hat jetzt nicht so gezündet. Tech Tournament 2 für mich hat wieder bewiesen, okay, die haben Spaß. Ne, und Teil 7 war wieder so die Richtung, ja, es ist wieder ein guter Teil, aber auch nicht mehr gewesen. Ne, und, ne, und, aber ich kann vollkommen verstehen, weil Teil 7 ist wirklich ein gutes Spiel. Also das ich habe mittlerweile auch meinen Frieden gefunden mit dem blöden Patch, aber es ist ein gutes Spiel. Also das liegt halt nur an meiner Wahrnehmung des Patches. Aber mittlerweile, wenn man das mit Spaß reingeht, dann ist es immer noch ein fantastisches Kampfspiel. Ne? Okay, dann, ich glaube, die nächste Frage erledigt sich sehr schnell, und zwar, wie hoch steht Tekken denn in deinem Ansehen, beziehungsweise gegenüber anderen Fighting-Game-Reihen? Also viele haben auch gesagt, das ist nicht ihre höchste Priorität, das ist ähnlich wie bei mir. Muss ich sagen, ist bei mir ganz ähnlich eigentlich. Weniger, glaube ich, würde schon. Ja, Also du bist jetzt nicht dran geblieben. Ja, nee, ist richtig. Wie gesagt, DOA ist so meins, wo ganz, ganz oben ist. Und ansonsten habe ich gerade Namco-mäßig, die verantwortlich sind, Soul Calibur. War ich immer die Wahl hatte, Tekken zu spielen oder Soul Calibur, ganz klar Soul Calibur. Mhm. Das hatte für mich immer noch ein bisschen mehr den 3D-Reiz. War auch das. Und du hast auch bei Tekken musstest du mehr mit. Du musst dich mehr beschäftigen, um da ordentliche Kombos hinzukommen. Ja, also. Soul Calibur war auch mehr das gemächlichere Spiel, weil ich meine, hey, die Leute schwingen da Waffen. Natürlich können die nicht so schnell abgehen, ne? Bei den Animationen. Klar, das Spiel ist schnell in sich, aber gegenüber Tekken, klar, das ist ein Tick schneller, weil die machen halt nur Kampfbewegungen. Aber das bist du relativ ähnlich mit sehr vielen, dass Tekken nicht so hoch überall hoch im Ansehen ist. Okay. Dann kommen wir wieder zu einer persönlichen Frage, und zwar, von wem bist du ein Fan, beziehungsweise vielleicht vergötterst du, oder ja, bist du ein Fan, wo du sagst, hey, wenn die raus ist, ist gekauft, ist scheißegal, ja, und warum? Jetzt sag bloß, du musst auch überlegen. Ja, nö, also Spiele, also, gerade Fight Game Sammler hat Tekken dazu, da gab es nicht dazu, dass es dann irgendwer gab, gesagt habe, oh ja, jetzt muss ich mir das kaufen. Mhm. Jetzt wird es echt erst aussehen, wenn Neuheil, zum Beispiel irgendwann Mac 9 hier rauskommen würde oder von der Azucena kommen würde, also die beoranische Kämpferin, die Kaffeetende, ja. Dann wäre ich sofort dabei.
Wäre ich sofort dabei, was mich bei Tekken 7 interessiert, Katharina. Katharina Alves, ja. Und und Bob. Also ich fand diesen stark übergewichtigen Ken Mass total genial. Bob, ja, das sind doch viele, tatsächlich. Hey, das ist doch was. Ja, also ich meine, Bob. Klar. Wie mich erst sicherlich doch sehr interessant finden würde und wusste sagen kannst, okay, das Spiel ist gekauft, ist da Reina ja sicherlich jetzt die neue. Der neue Skinner. Okay. Interessant. Ja, also ich meine, klar, wenn einem Tekken nicht... Super cool. Naja. Ich meine, wenn Tekken einen nicht jetzt... Wenn Tekken jetzt nicht ein die ganze Zeit begleitet, dann ist klar. So. Ja, also ich meine, wenn einem Tekken nicht so... ewig begleitet, ne? Also nicht, wenn man nicht immer dabei ist, dann ist klar, dass so neuere Charaktere, also man könnte sagen, du bist erst in der modernen Tekken-Ära richtig so zu Tekken gekommen, ne? Durch uns. Ne? Dann ist natürlich klar, dass die Wahl auf gewisse Charaktere, aber es ist gut, dass viele, John hat zum Beispiel eine ganz spannende Antwort gehabt, er hat E-Sport-Spieler gehabt, anstatt Charaktere, tatsächlich. Und, naja. Okay. Ja, das ist auch eine Antwort. Also er ist nicht unbedingt ein Fan von Charakteren. Okay. Dann eine weitere Frage. Wie findest du Tekken 8 bisher als Produkt zum 30. Jubiläum? Ich weiß, das Spiel ist 8 Monate draußen, aber was sagst du bisher? Also ich finde es genial. Ja? Ich habe echt gedacht, dass ich mich mit den Charakteren rauskommen und auch die Mühlauf-Angriff, was ja eigentlich so nicht so meins ist. Ich bin ja so gemütlich, einfach hier seine Zeit braucht, um ja Möglichkeiten zu überlegen. Ja, hat mich echt überrascht. Okay, und als Produkt für 30 Jahre Tekken, okay, das ist jetzt ein bisschen, ne, aber findest du, das ist ein ziemlich gutes Produkt bisher? Ja klar, das wird noch wachsen, wir sind gerade im ersten Jahr noch, aber die zelebrieren halt damit ihre Marke, ne, das muss man auch verstehen. Mhm. Oder hast du Kritik irgendwo, wo du sagst, okay, das kann noch besser werden, Nö. Nö? Also ich würde nicht sagen. Okay. Dann kommen wir zur letzten... Also die Kims, die machen schon ordentlich Input. Naja, in der nächsten, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, da kommt, ist gerade Heihachi im Kommen mit dem neuen Story-DLC und ja, da wird natürlich jetzt wahrscheinlich ein weiterer Umschwung führen und mal gucken. Ne? Also klar, jetzt zu sagen, wie das Produkt ist, beziehungsweise wie Tekken 8 ist und ne, aber es ist halt ein Jahr von, also das ist jedenfalls das Jahr von Tekken, definitiv. Auch wenn natürlich, also Street Fighter ist weiterhin stark, Mortal Kombat 1 lebt ja auch und Guilty Gear läuft auch weiter, also ist ja jetzt kein Abbruch. Ne? Aber ich meine, für erstes Jahr Tekken und dann 30 Jahre damit zu debieren, also, ist schwierig zu sagen, ich weiß. Aber wann willst du sonst aufnehmen, ne? Wenn nicht dieses Jahr. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage und das wäre, was wünschst du dir für die Reihe in Zukunft und wirst du sie weiterverfolgen? Also ich wünsche mir, also vielmehr erstmal die andere Frage, die ist einfach zu beantworten, definitiv werde ich sie weiterverfolgen und weil das, so wie sie es jetzt gemacht hat, finde ich es richtig gut. Ja, es würde mir wünschen,
Weiß ich nicht. Was sind denn Charaktere? Okay. Noch irgendwas dazu, oder? Und vielleicht noch ein paar, Retro-Stage von damals. Okay, ja, das wäre eine Idee. Das wäre definitiv eine Idee. Ja. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Nicht mal ansatzweise. Na, also ein paar richtig ganz besonders lustige Stages von damals. So die Golden Stage oder was es da gab, also diese speziellen Länder-Stages, was sie jetzt auch bei Tekken 8 natürlich gemacht haben, gab es aber so einzelne Charaktere, die bei richtig coole Stages haben. Oder aus Tekken 7, Kunimitsu hatte diese Japan-Stage, die finde ich total genial, mit dem Footy im Hintergrund. Ja, also solche Stages, die diesen Charaktere zuordnen, also noch eindeutig. Ich liebe landestypische States. Ja, das haben bisher alle Fighter heutzutage bisher nicht, dass jeder Charakter tatsächlich eigene Stages hat. Also es gibt ein paar thematisch, die passen, ja, aber es gibt, man weiß ganz klar, okay, die Stage ist mit dem Charakter gekommen und das ist seine Stage. Ja. Zum Beispiel Lydia hat zum Beispiel, irgendwie ist sie jetzt auch immer für immer drauf gemünzt, dass sie eine Strand-Stage hat. Ja. Ja. Und ich denke mal, wenn Kunimitsu kommt, dann wird sie auch wieder was japanisch auf den Hügeln bestimmt irgendwas wieder was haben oder Sonnenuntergang. Mal gucken. Ja. Oder wenn Heihachi definitiv kommt. Und neben diesen individuellen Stages, die ein oder andere haben, auch halt hier dieses der Stimme. Dass halt auch die Sprache Begrüßung ist bei Leo hier, der einen auf Deutsch begrüßt, ist total genial. Ja, das ist natürlich eine Tugend, die sie ja seit Tekken Tag Tournament 2 erst gemacht haben, was der Reihe so ein bisschen Authentizität langsam gegeben hat. Ja, das war eine ziemlich, ziemlich gute Sache. Und ich glaube, das werden sie auch beibehalten. Also das merkt man ja auch, dass sie fest dran halten. Ne, die achten schon wirklich drauf, aus welchem Land die herkommen, und die sprechen alle miteinander, verstehen sie es natürlich alle super, die können alle Sprachen. Ne? Ist herrlich, herrlicher Quatsch. Ja. So, ja, noch irgendwelche Worte dazu? Nee. Nö. Ja, dann irgendwas wissen. Nö, dann tatsächlich irgendwelche letzten Worte, so richtige letzte Worte noch, oder die dir nur so einfallen, oder sagst du, nee, alles, hab alles gesagt. Das ging. Alles. War alles. Okay, dann. Ja. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals für deine Zeit, vielmals, dass du daran teilgenommen hast. Und ja, meine lieben Damen und Herren, das wär's mit dieser Fighting Guys Talk Special Podcast Folge Nummer 7, 30 Jahre Tekken. Ja, es ist mehr eine Fragerunde gewesen. Wenn ihr wissen wollt, wie ich zu meine Anekdoten bzw. meine Sachen zu Tekken beigebe, dann guckt euch gerne meine Ranking Stage an oder meine Radio Stage. Meine Meinung zu Tekken 8 gebe ich natürlich am Anfang des Jahres 2025, wenn ich meine, ja, weiß nicht wie viele Top, also wie viele Spiele ich noch dieses Jahr spielen werde. Also klar, gewisse, ich glaube 2, 3, das kommen noch dazu. Aber wenn ich meine gesamte Liste mache, dann wird natürlich Tekken 8 kommen und da werde ich meine Meinung erstmal geben. Aber ja, das wäre es jetzt erstmal. Mal gucken, wann das rauskommt. Ich glaube, der Fight Night Livestream ist schon gelaufen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Und Terry Bogard ist ganz nah dran zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo es rauskommt. Ja, Street Fighter 6 völlig auch am Abgehen. Aber wir sind im Jahr von Tekken und ja, 30 Jahre Tekken, das ist eine Menge Holz. Das ist weiterhin toller Spaß.
Ja, und ich würde sagen, ja, wenn euch nicht nur meine Podcast-Stage oder beziehungsweise Fighting Guys Talk Runde gefällt, dann hinterlasst doch ein Abo da und hängt an die Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin Kay und du bist der Franksen. Genau. Ja, und ich würde sagen, ja, wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, get ready for the next battle. Bye bye.